Ja, hallo, herzlich willkommen zur Ausgabe 45 von defi.jetzt. Wir haben heute einen interessanten Gast wie immer, und zwar Christoph Bergmann, den haben wir eingeladen und er wird uns auch ein bisschen etwas über sein Buch erzählen, die unheimliche Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes. Und der Thor hat den Christoph ja vor einiger Zeit kennengelernt. Vielleicht kannst du das ja auch mal kurz erzählen, Thor. Ja, also ich hab ja in Stuttgart ein Meetup betrieben. Da habe ich den Christoph immer gerne eingeladen, weil er natürlich dann einen ganz anderen Blick auf die Blockchain-Welt hat als ihr, als wir und viele andere auch. Und initiale Sache war halt, dass ich damals in der Anfangszeit des Internets, sage ich schon, von Krypto habe ich halt Ethereum Classic an eine Ethereum-Adresse geschickt. Da wusste ich erstmal nicht weiter und war mir nicht sicher, ob die weg sind. Theoretisch hätten sie nicht weg sein dürfen, waren sie praktisch dann auch nicht. Aber ich wusste da erstmal nicht weiter und habe dann händeringend Kontakt zum Christoph gesucht und habe es dann auch geschafft. Und so hat es sich dann auch ergeben, dass wir dann öfters uns ausgetauscht haben und dass ich ihn auch öfters zu meinen Meetups nach Stuttgart eingeladen habe. Ja, schön, dass ihr beiden jetzt so viel gequatscht habt, aber hallo Christoph erstmal. Lassen wir dich auch mal zu Wort kommen. Ja, hallo. Ja, danke schön. Danke für die Einladung zum Podcast. Freut mich, dass der Kontakt erhalten bleibt, auch nachdem du nicht mehr in Stuttgart bist und wir nicht mehr nahe sind. Ja, was soll ich sagen? Ja, hallo. Hallo, hallo. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt erstmal in die erste Folie ein, um uns kennenzulernen ein bisschen. Ja. Was war denn dein erster Computer, an den du dich erinnern kannst, auf den du Zugriff hattest? Ihr geht irgendwie davon aus, dass mich jeder kennt, oder? Also von den Zuhörern, oder steht es im Podcast drin? Also bisher ich. Ja, okay, dann kommen wir noch dazu. Hallo Christoph, stell dich doch erstmal vor. Ja, also nur ganz kurz, ganz grob, warum ich wahrscheinlich hier bin, ist, dass ich das Bitcoinblock.de schreibe. Das ist Deutschlands ältestes Blog über Bitcoin oder zumindest ältestes regelmäßiges Blog über Bitcoin, in dem ich seit Mitte 2013 über Bitcoin und dann mittlerweile auch immer mehr über andere Kryptowährungen schreibe. Bitcoinblock.de wird von Bitcoin.de gesponsert, dem deutschen Marktplatz für Bitcoin. Seit vielen Jahren und auch mit vollkommener inhaltlicher Freiheit. So, das wollte ich nur erwähnen, damit die Zuhörer vielleicht wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mein erster Computer, ich bin Jahrgang 81, das heißt, ich bin, glaube ich, so eine Grenzgeneration. Noch kein Digital Native, aber so beinahe. Ich konnte schon auf zwei Beinen gehen und Handball spielen, bevor ich das kennengelernt habe. Aber ich glaube, der erste Computer waren 286er im Büro meiner Mutter, auf der dann zu ihrem Unglück Civilization lief, was ich dann die ganze Zeit gespielt habe. Ja, das war noch ganz witzig, das musste man damals irgendwie noch mit so Bootdisketten starten. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch, dass man dann irgendwie so, da gab es zwei Arten von Arbeitsspeicher, die man freiräumen musste. Und da musste man für manche Spiele das CD-Laufwerk ausschalten, dass sie gelaufen haben und so weiter und so fort. Das war ganz witzig. Und danach kam irgendwann, ich glaube, ein Super Nintendo mit Super Mario und so. Ja, den Super Mario haben wir bei uns auch. Der ist erhalten. Den hattet ihr auch. Okay. Nee, der ist sogar hier im Podcast. Ah ja, Super Mario. Ja, macht euch nur lustig. Nee, wir sind schon froh, dass du mit dabei bist, Mario. Du bist eine ganz gute Ergänzung. Bezüglich Vorstellen Richtung Krypto, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, du machst den Podcast, den Bitcoin-Blog, den ältesten Blog in Deutschland seit 2013. Wann war so dein erstes Zusammentreffen mit Kryptowährungen? Es war im Prinzip 2011. In dem Jahr habe ich gerade ganz im Norden von Deutschland gelebt und habe dann irgendwie bei Internetrecherchen mal was von Bitcoin gehört und ich fand es auch gleich interessant, aber ich war jetzt nicht in der Lage, ich hatte weder Geld, um mir was zu kaufen, noch einen Computer, um es zu minen, auch wenn es damals noch möglich gewesen wäre. Ich hatte nur ein altes Laptop und habe gerade angefangen,
mich als freier Autor irgendwie zu verdienen, was, ich denke, bekanntlich ja kein leichter Berufseinstieg ist. Also und ich war da relativ damit beschäftigt, überhaupt genügend Geld zu verdienen, um Miete zu bezahlen und so weiter. Ich wusste aber damals schon so, oder ich war damals schon so ein bisschen geistig darauf vorbereitet, auf Bitcoin, würde ich sagen, und auf die Kryptowährung, was daran lag, dass ich damals noch und seit etwa 1-2 Jahren eine ziemlich ausgiebige Diskussion mit einem Freund geführt hatte, der gerade liberal wurde. Der quasi dieses ganze Hayek und Mises, diese ganzen ökonomischen Liberalismus für sich entdeckt hat. Während alle anderen bei uns im Kreis, so eben unter Geisteswissenschaftlern und Studenten, eher links waren und so weiter. Und ich hatte endlos lange Diskussionen mit diesem Freund über Liberalismus und nach ein paar Monaten und so weiter habe ich gecheckt, worauf es hinausläuft und was das Prinzip ist. Und ich konnte nicht umhin die quasi Konsistenz dieses Weltgebäudes des Liberalismus zu respektieren. Und deswegen war mir relativ früh klar, was ein hartes Geld und ein staatsfreies Geld bedeutet. Aber eben, wie gesagt, 2011 war nicht die Zeit, um was mit Bitcoin zu machen. Dann gingen 2 Jahre rum, es war 2013. Ich habe in der Zeit dann im Westen von Deutschland gewohnt, in Aachen. Und das mit dem Berufseinstieg hat einigermaßen geklappt. Und ich bin dann bei meinen Recherchen irgendwie auf Bitcoin gestoßen. Und meine erste Reaktion war, was, das gibt's noch? Und die zweite Reaktion war, was, das ist auch noch mehr wert? Und dann habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir einen und fange an, mich dafür zu interessieren und mich darin reinzufuchsen. Und vielleicht kann ich darüber einen Artikel schreiben. Und ich habe dann tagelang nur was über Bitcoin gelesen. Ich glaube, das geht wahrscheinlich den meisten so, die Bitcoin entdecken, dass sie erstmal komplett weg sind und der Kopf explodiert und explodiert und hört irgendwie gar nicht mehr auf zu explodieren vor Begeisterung. Und ab einem gewissen Punkt war mir klar, dass ich darüber keinen Artikel mehr schreiben kann, weil ich jetzt viel zu viel darüber weiß und viel zu begeistert bin und weil ich auch darin investiert hatte. Damals 100 Euro, mein erster Bitcoin. Also ich habe 100 Euro investiert und viel mehr hatte ich damals leider auch nicht übrig. Dann habe ich Bitcoin.de angeschrieben, ob sie Hilfe im Marketing brauchen. Und ich habe gar nicht viel darüber gedacht, dass irgendwas zurückkommen würde. Aber einen Tag später hat dann Oliver Flaskemper, damals noch der Chef von Bitcoin.de, zurückgeschrieben, hat gemeint, sie brauchen Hilfe im Blog und ob ich das Blog machen will. Und so ist es dann passiert. Ich habe dann das Blog angefangen zu schreiben. Und das war eigentlich auch schon der Großteil meines Bitcoin-Werdegangs, weil das von da aus eigentlich relativ konsequent weiterging. Ich habe seitdem einfach, schreibe ich das bitcoinblog.de und habe eben 2018 ein Buch veröffentlicht und habe jetzt vor kurzem erst rein zufällig, ihr wusstet nichts davon, letzte Woche auch ein neues Buch rausgebracht. Und zwar, ich halte das mal in die Kamera, falls das jemand sieht. Ich habe es das Bitcoin-Kompendium genannt. Das ist eine Sammlung von Artikeln von meinem Blog. Es sind vor allem eher technische Artikel, die quasi die Komponenten von Bitcoin, sowas wie eine UTXO oder Adressen oder P2PK oder Lightning-Netzwerk oder Paper-Wallets oder Seeds auf eine möglichst verständliche Weise erklären. Mit der Idee, dass Bitcoin zwar nur mit der Technologie anfängt und die ganzen interessanten Dinge von Bitcoin weit über die Technologie rausgehen. Also meiner Meinung nach ist die Technologie sogar das langweiligste an Bitcoin. Aber sie ist die Basis und wer die Technologie nicht zumindest im Ansatz versteht oder sie ganz falsch versteht, wird auch alles andere falsch verstehen, würde ich sagen. Also so Dinge wie Privatsphäre von Bitcoin oder die Sicherheit von Bitcoins oder wie man sie speichert oder inwieweit Bitcoin eine Art von Demokratisierung von Geld ermöglicht, beruhen auf der Technologie. Deswegen ist es, glaube ich, essentiell wichtig, dass man in die Technologie tief einsteigt, bevor man über Bitcoin sich ein Urteil bilden kann, auch gerade eben über die nicht-technologischen Folgen. Das Buch, um noch hier eine Werbung einzustreuen, könnt ihr auf bitcoin-buch.org anschauen und bestellen. Mhm. Okay, und jetzt sind wir in der Gegenwart und das... Christoph, du, also ergänzend noch, das erste Buch hast du 2018 veröffentlicht, über das reden wir heute, aber da gibt es ja noch eine zweite Auflage davon und wir reden ja eigentlich über die zweite Auflage. Ne? Ja.
Und bei dem aktuellen Buch, hast du gerade in die Kamera gezeigt gehabt, wir werden es dann auch nochmal eingeblendet haben. Was hast du da für ein Symbol genommen? Weil das sieht man jetzt Also warum? Warum? Also im Endeffekt hat es die Designerin ausgesucht. Ich habe eine sehr talentierte, begabte Designerin, die mir dabei hilft. Das ist ein Baum, eine Blume des Lebens. Und, korrekt, ja. Warum genau? So, ich glaube, so ein bisschen, weil es wie ein Netzwerk aussieht. Und weil es also quasi weil die einzelnen Elemente in der Blume des Lebens dezentral sind, also weil es kein Zentrum gibt. Und vielleicht auch, weil Geld auch die Welt regiert. Also von da auch Blume des Lebens ist die Assoziation auch nicht ganz weit weg. Ja, Geld ist alles, ja. Auf irgendeine Art. Okay. Sehr aufmerksam. Ich wollte noch fragen, wenn du da 2011 sagtest du ja den ersten Kontakt oder Interesse an Bitcoin geweckt wurde bei dir. Damals gab es ja noch gar nicht so viel, zu lesen darüber, weil wie hast du dich denn da wirklich informiert über? Ich habe mich da kaum informiert. Ich habe damals irgendeine Webseite gesehen oder zwei, auf denen kurz was stand, Bitcoin hatte jetzt einen Wert von $30 und Bitcoin wird genutzt, um Drogen zu handeln und es wird nur 21 Millionen Bitcoins geben. Ich glaube, das waren alle Informationen, die mehr oder weniger da waren, die ich irgendwo gefunden habe. Ich habe keine Ahnung mehr, wo und wie. Ich weiß nur, dass es so ein paar Details gab, wie eben dieses dezentral, staatenlos, wenn man das sagen kann, Peer-to-Peer. Ist mir auch ein Begriff von der Art, wie man sich früher mal Musik beschafft hat. oder Musik oder Filme und so. Aber wie gesagt, ich habe da nicht viel, das war einfach der Erstkontakt, aber ich habe da nicht viel drauf gegeben. Konnte ich auch nicht. Und wahrscheinlich wäre ich auch damals gar nicht in der Lage gewesen, welche zu kaufen, da es viel zu umständlich war noch. Das war noch bevor Bitcoin.de gegründet wurde. Und hast du dich in der Zwischenzeit auch mal im Mining oder anders Mining gemacht mit deinem Computer? Nee, gar nicht. Nee, ich hatte da nur einen alten Laptop. Ich habe das Thema auch vollkommen vergessen. Ich war mit so vielen Dingen beschäftigt und ich bin dann auch bei all den Inhaltsrecherchen nie drauf gestoßen. Ich kam erst 2013 wieder darauf. Mitte 2013 etwa. Na gut, Mario, dann mach du doch mal die nächste Frage. Ich bin immer noch ganz hin und weg von $30 Bitcoin. Jetzt sind wir nun beim Podcast DeFi.jetzt. Christoph, was ist denn deine Definition von DeFi, wenn ich fragen darf? Boah, eine Definition. Oder wie verstehst du? Was verstehst du unter DeFi? Das muss ja jetzt du kannst 100 Seiten lesen, dann liest du 100 verschiedene Definitionen. Ja. So, ne? Ja, ich würde sagen, DeFi. Ich finde, DeFi ist was sehr Spezielles. DeFi ist ein Smart Contract auf einer Blockchain, der eine Art von Finanzanwendung abbildet. Also quasi beispielsweise sowas wie Uniswap oder so oder Compound. Also ich meine, in einem weiteren Sinn wäre auch Bitcoin DeFi, weil es dezentrale Finanzen sind. Aber ich denke, es ist sinnvoller, den Begriff so zu verwenden, wie er entstanden ist, eben als durch einen Smart Contract abgebildete Finanzanwendung. Sowas wie das Verleihen von Geld gegen Zinsen oder das Leihen von Geld für Zinsen oder eben wie der Tausch von Token und von Dollar gegen ISO oder so und wie das Bereitstellen von Liquidität. Vielleicht könnte man es auch so sagen, dass Bitcoin dezentralisiertes Geld und DeFi dezentralisiert die Banken und das Finanzwesen so etwa. Gut. Nehmen wir es so. Ja, interessante Definition. Also ihr als DeFi-Podcast, wie ist eure Definition denn? Na, der Christoph, meine ich schon wieder vergessen. Der Christoph Jentsch, dein Namensvetter, mit dem der Ralf dich vorhin ein bisschen, gezögert gehabt, als er seinen Nachnamen ausgesprochen hat, weil der Ralf sehr lange Kontakt mit dem Christoph Jentsch hat. Und wenn er Christoph hört, denkt er natürlich auch immer gleich an Jentsch. So, und dein Namensvetter, der hat mal da auch einen ganz guten Begriff bezüglich Definition, oder nee, Johannes Pfeffer war es, glaube.
Aber ich glaube, der Christoph Jentsch war es. Also der ist ja ein begeisterter Ethereum-Mensch und Ziel von Vitalik Buterin ist quasi das komplette Finanzsystem in der Blockchain abzubilden. Und Ethereum ist ja da eigentlich das Medium dafür, um alles, was im heutigen Finanzbereich mehr oder weniger möglich ist, in Ethereum abzuwickeln. Und Geld ist ja das eine, aber erst indem du Geld benutzt für irgendwelche Sachen als Hinterlegung, Kredite oder was auch immer, dann wird es zu einem Finanzprodukt. Und dezentrale Finanzen ist halt, dass du das dezentral abwickelst, dass keiner über das System bestimmt. Es gibt halt viele, die irgendwelche Techniken, irgendwelche Angebote dem Universum zur Verfügung stellen und du bist halt frei in der Nutzung. Ja, okay, auch gut, ja. Also sind wir uns alle relativ einig, wie man das versteht, glaube ich. Ja. Ja, wobei du es jetzt ein bisschen reduziert hast auf einige Smart Contracts. Ich würde aber nicht nur Smart Contracts darunter sehen, sondern generell eigentlich, was du im Blockchain-Bereich mit den Kryptoassets machst. Ja, okay. Gut, also für dich sind dann auch Token und so weiter. Ja, ich mache die gehört natürlich dazu, ja. Ich mache okay, die strenge also Unterscheidung. Gab es es dann schon, bevor es den Begriff gab? Na, ich mache eine strenge Unterscheidung zwischen Token und Münzen. Und Münzen sind Wertmarken, die in einem fremden Ökosystem existieren und von den Regeln dieses Ökosystems abhängig sind halt auch. Ne? Okay. Und was du aber dann damit machst, du verwendest das halt in irgendwas Finanz-, irgendwas Geldmäßiges. Und dann wird es ja erst zu einem Finanzding. Will jetzt nicht Produkt sagen, kann auch ein Instrument, sonst was sein, ne? Also im Prinzip, ich würde auch Bitcoin mit zu DeFi sehen, rechnen. Das ist aber ein Punkt. Also solides Geld halt, wie US Tether, USDT oder was auch immer. Und damit kannst du halt ein paar Sachen machen. Aber das, sag mal, der Marktplatz, wo halt die meisten Finanzprodukte abgewickelt werden, sind, ist Ethereum und seine Clones, müssen wir so ausdrücken. Ja, genau. Hm. Ja, ich denke auch, dass es schon richtig ist, dass man. Ja. So rein faktisch ist, hast du vollkommen recht, dass man, dass auch quasi Bitcoin und alle Arten von Token irgendeine Art von DeFi sind im Sinne der Definition. Oder im Sinne nur gibt es ja ziemlich viel Token und jetzt gibt es auch NFTs und aber das Ganze, auch es gibt ja sogar schon ein paar Aktien auf der Blockchain oder als Kryptos sozusagen verkleidet. Welche Kryptoassets findest du denn generell gut und warum? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mich ein bisschen davon gelöst, einzelne Assets gut zu finden, weil ich eben als Journalist und als Autor arbeite und ich denke, es ist für mich besser, für die Objektivität, nicht direkt mich davon fernzuhalten, einzelne Assets wirklich gut zu finden, sondern ich orientiere mich dann meistens an den Assets, welche haben die Marktkapitalisierung, welche haben viele Transaktionen, bei welchen ist viel los. Das heißt, ich versuche keine eigene Meinung zu haben, die dem Markt widerspricht, von dem, was der Markt ist. Also ein bisschen versuche ich da der Mehrheit hinterher zu rennen, sozusagen, um auch meine Leser zu treffen. Aber wenn du mich persönlich fragst, ich finde natürlich Bitcoin gut, damit hat alles angefangen und Bitcoin ist weiterhin einfach die stärkste Kryptowährung und glücklicherweise funktioniert Bitcoin auch weiterhin, trotz dieser ganzen Block-Size-Geschichte, zu der wir später bestimmt noch kommen, hervorragend als Geld. Man kann gut Transaktionen machen, ob mit oder ohne Lightning. Es geht auch gut ohne Lightning. Deswegen ist Bitcoin einfach weiterhin hervorragend. Was mag ich noch? Ethereum, weil Ethereum einfach diese ganzen DeFi-Sachen erst möglich gemacht hat und mehr oder weniger so gut wie jede Innovation und jeden Fortschritt im ganzen Ökosystem geht eigentlich von Ethereum aus seit ein paar Jahren. Deswegen ist Ethereum auf jeden Fall in dieser Liste dabei. Und weil Ethereum so verflucht hohe Gebühren hat, dass es einfach keinen Spaß mehr macht, es zu benutzen. Also quasi, ich denke mal, bei Ethereum ist es, wenn man irgendwas mit einem Smart Contract macht, lohnt es sich in den meisten Fällen nicht, irgendwas zu machen, wenn man weniger als 1.000 Euro transportiert. Und selbst 1.000 Euro sind oft noch zu wenig. Deswegen habe ich mich natürlich auch mit den ganzen anderen alternativen Ethereum-Klonen beschäftigt. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, welche ich wirklich gut finde. Ich benutze gerne Polygon und Phantom. Mhm.
Habe auch schon die Binance Blockchain benutzt, aber ich denke, dass man hier einfach zu viel Binance drin hat, um sie wirklich zu mögen im Sinne von Dezentralisierung und so. Das ist schwierig. Ich mag auch Bitcoin Cash, obwohl an sich, weil es einfach Bitcoin ist, wie Bitcoin in billig, aber man merkt halt, dass es drunter leidet, dass das Ökosystem austrocknet. Ich mag Monero technisch, weil die einfach, oder auch, weil die entschieden eine gewisse Art von Vision, die hinter Bitcoin steckt, verwirklichen, eben die Vision von Dezentralisierung und Zensurresistenz und Anonymität, wenn die in Bitcoin drin sein sollte. Aber auch bei Monero muss man halt leider sagen, dass da irgendwie sich nicht so viel tut. Es gibt eine gewisse Adoption unter Kriminellen, aber ich glaube, selbst die ist nicht mehr wirklich da und so im normalen Gebrauch hat sich Monero nie wirklich durchsetzen können. Und die interessanten Fragen sind vielleicht mehr, welche Kryptowährungen ich nicht mag. Also ich finde die meisten ja grundsätzlich interessant, aber es gibt einige, die ich nicht so wirklich leiden kann. Das wäre zum Beispiel bei Ripple finde ich fragwürdig, das ist schon allgemein bekannt. Und ich bin der Meinung, die fragwürdigste Kryptowährung, die es gerade gibt, ist Cardano. Vielleicht zusammen mit Shiba Inu oder so. Und irgendwelchen Shitcoin-Token. Aber Cardano ist einfach, darüber könnte man einen ganzen Podcast machen wahrscheinlich. Vaporware. Vapor, ja, gutes Wort, ja. Die 70 Milliarden Dollar Bewertung hatten die mal. Das ist so viel wie Daimler, wie die Deutsche Post. Und das für eine Kryptowährung, die quasi Nicht funktioniert. genau, die nicht funktioniert, die genau das, was sie seit 5 Jahren verspricht, immer noch nicht einlöst. Und wenn sie mal was einlöst, merkt man, wie scheiße sie in Wahrheit ist. Die schaffen es noch nicht mal, einen dezentralen Swap hinzukriegen, war die letzte Info, die ich habe. Ja, bei Also. mir auch. Weil, als ob man das nicht ahnen hätte können, dass es mit dem UTXO-System schief geht. So. Was eigentlich jeder schon im Vorfeld hätte, gewusst hat. Aber sie haben Videos mit Charles Hoskinson. Wer sich als Anfang 30-Jähriger kleidet wie Ende 50, das ist auch immer gut. Genau, das war auch der beste Tweet, den ich dazu mal gelesen habe, dass alles Fake ist daran. Cardano ist eine Blockchain, die tut wie ein Ethereum-Killer und Charles Hoskinson ist ein 30-Jähriger, der tut wie ein 50-jähriger Mathe-Professor. Ja. Naja, jetzt hast du zumindest uns schon mal gesagt, was du nicht so magst und was du magst. Jetzt stell dir mal vor, du bekommst jetzt von uns 1000 Euro und sollst losgehen und die einsetzen. In was würdest du denn die 1000 Euro tauschen? Wenn ich sie einfach so bekomme. Genau. Okay. Ich glaube, ich würde mit den 1000 Euro nach Kryptowährungen gucken, die zwischen 200 und 600 Millionen Dollar Marktkapitalisierung haben. Mich durch alle durchklicken und dann das Geld in zwei oder drei stecken, die interessant klingen. Also sogenannte Mid-Caps. Ja, Midcaps. Ah, okay. Denk mal, also das ist wahrscheinlich hoch spekulativ und man sollte das nicht machen, man sollte das nur mit geschenktem Geld machen. Vielleicht noch eine andere Frage, die mir gerade eingefallen ist, die wir jetzt nicht bei uns auf dem Zettel stehen haben. Du hast dich ja vorhin so ein bisschen drumherum gedrückt, welche Kryptos du gut findest. Aber vielleicht kannst du mal sagen, welche Techniken du aktuell interessant oder innovativ findest. Im Prinzip vor allem diese EVM-Geschichte, Ethereum Virtual Machine, also diese Smart Contracts, das ist einfach so unerschöpflich. Was in der Beziehung interessant ist, sind auch diese ganzen, die Aufspaltung oder Auffächerung, besser gesagt, des Ethereum-Systems mit Sidechains und den Rollups. Das ist ziemlich, ziemlich spannend, da tut sich ziemlich viel und das ist, ich glaube, da wird man noch extrem viel Interessantes beobachten können, was da passiert. Im Grunde genommen finde ich auch einfach Bitcoin, so wie es ist, interessant. Bitcoin hat so technisch schon quasi diesen Schritt, ich glaube, da gibt es diesen Schritt von 0 auf 1 gemacht. Alles, was man jetzt noch dazu. Ethereum hat noch einen Schritt gemacht mit der EVM. Monero hat noch ein bisschen Schritt hin zur Anonymität gemacht. Aber viel mehr gibt es da gerade nicht, würde ich sagen. Das sind die, alles andere sind mehr oder weniger so Fußnoten an diesen drei Sachen. Es gibt Was? dezentrales Geld, dezentrale Smart Contracts mit DAOs und DeFi und Token und so und Anonymität. Was hältst du von Zero-Knowledge-Proof-Technologie und dort von dem MINA-Protokoll?
Ah, ach Mina, ja, das ist nett. Aber ich habe mir schon so oft Zero Knowledge Proofs erklären lassen. Und da gibt es immer diese Erklärung mit den Höhlen. Aber ehrlich gesagt habe ich nie so ganz verstanden. Während ich auf der anderen Seite ist ja auch ist ein Hash oder eine Signatur ja auch ein Zero Knowledge Proof. Deswegen in der Art, wie das von Zcash und auch auf ich glaube bei Plasma und so weiter und eben auch bei Mina verwendet wird, ist nicht so, dass ich es wirklich verstehe. Aber so was ich davon weiß, ist, dass es interessante Privacy Aspekte hat, dass quasi Zero Knowledge Proofs in der Lage sind, eine mehr oder weniger perfekte Anonymität herzustellen, aber eben auch teilweise Probleme verursachen. Ich glaube, sie machen es wahnsinnig schwierig, festzustellen, wie hoch der Supply von einer Blockchain ist, also von einer Kryptowährung. Mit Mina, ich habe mal davon mal die Software runtergeladen und mal damit kurz experimentiert, aber ich kann nicht sagen, wie die Technik ist und was ich davon genau halte. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit tiefer auseinandergesetzt habt. Es könnte interessant sein, aber ist halt die Frage, ob Mina jetzt wirklich so einen Mehrwert hat, dass es so relevant besser ist, dass es Monero ersetzen könnte in dem Bereich. Der Ralf, der ist einfach nur so ein Mina-Fanboy und will das Thema immer reinbringen. Um zu hoch, um mal das Ohr an der Masse zu haben, habe ich das Gefühl, oder Ralf? Nein, ist nicht ganz so. Ich halte davon sehr viel, weil es auch in der Identity Management Anonymität erlaubt. Absolute Anonymität. Und ja, da wird sich schon noch was ergeben in der Zukunft, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine von den interessanteren Mid-Cap, wenn es noch eine Mid-Cap ist, Kryptowährungen. Wobei interessanter als Cardano. Ja, Cardano bin ich auch ein Anti-Fan von, ja. Wobei Anonymität bin ich immer Fan von dem anderen Begriff zu verwenden, und zwar Privatsphäre. Weil der natürlich, Anonymität ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Und im Prinzip geht es ja eigentlich darum, meine Privatsphäre zu schützen. Und das, was Mina macht, quasi das Pruning, also das Reduzieren, das Schrumpfen der Blockchain auf Minimum, ist von der Idee her ganz gut. Und ich denke mal, vielleicht auch eine Spielwiese für andere Ökosysteme, das irgendwann in Zukunft mal zu nutzen. Macht der Jota im Prinzip auch, dass die alten Transaktionen wegschmeißen und dann bloß noch die Kontostände aufheben. Ja. Ja, das könnte sein, dass sowas in irgendeiner mittleren Zukunft wichtig wird. Und vielleicht noch ein bisschen Ergänzung. Bitcoin, denke ich mal, die Stärke von Bitcoin ist eigentlich die Solidität, also die Beständigkeit der Regeln von Bitcoin, und der Wert von Ethereum ist eigentlich die Spielwiese, dass da halt Haufen Sachen ausprobiert werden, Optimistic Rollups und Zero Knowledge Proofs und dies und jenes und Bridging und Sidechain und bla 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 und was nicht alles. Und dann kommen ständig immer noch alle paar Jahre neue Sachen dazu. Und das macht eigentlich auch in meinen Augen den Wert halt auch von Ethereum aus. Ethereum vom Geld her gesehen ist ziemlich weich gewesen, also sauweich. Ist jetzt ein bisschen durchs Verbrennen und durch ein paar andere Mechanismen, durch Staking ist ein bisschen härter geworden. Aber irgendwann vermutlich werden sie das dann auch wieder weicher machen. Mal schauen, ja. Dann lass uns mal dann zur nächsten Folie gehen. Christoph, erzähl mal ein bisschen länger, wie kam es, du hast uns erzählt, wie du zu Bitcoin kamst und wie kam es überhaupt zu Bitcoin? Wie es dazu kam. Also der Thor sagt, der geht hier nach deinem Buch sozusagen, nach den einzelnen Kapiteln. Ja, nach dem Buch, okay. Wollte ich kurz Luft. Wie kam es zu Bitcoin? Ich meine, die Geburtsstunde von Bitcoin war eben natürlich dieses, das Satoshi das White Paper veröffentlicht hat oder die Software oder Satoshi den ersten Block gemeint hat. Aber dem ging natürlich eine ganze Menge voraus. Ich habe darüber in meinem Buch ja wirklich relativ ausführlich darüber geschrieben, was davor passiert ist. Ich versuche jetzt mal eine Zusammenfassung zu geben, ohne mich zu arg zu verheddern und zu verzetteln. Satoshi hat Bitcoin als ein P2P Digital Cash oder Electronic Cash System vorgestellt. Es ist zwar heute, ich glaube, viel mehr daraus geworden, aber wenn man das als quasi Geburtsbegriff nimmt, hat man schon in den Jahren
und Jahrzehnten davor zahlreiche Versuche und Ideen dafür, ein digitales Bargeld, Digital Cash eben, zu erschaffen. In den Cypherpunk-Mailinglisten, die in den 90er Jahren Kryptographie und Gesellschaft diskutiert haben, wurde öfters auch über digitales Bargeld und Magical Internet Money geredet und diskutiert. Und generell war die Erwartung die, dass die kryptografischen Technologien, um ein digitales Bargeld zu schaffen, bereits da sind und dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis es kommt. Alle aber in der Mailingliste, alle, die in den 90er Jahren schon dabei waren, waren Ende der 90er Jahre komplett überrascht, dass es immer noch kein digitales Bargeld gab, trotz so vieler guter Versuche. Also der bekannteste Versuch war eCash von David Chaum. Das war in den 90ern. Das gab es, glaube ich, sogar Kooperation mit der Deutschen Bank und mit Microsoft und so. Und es gab auch mal Pläne, es in Windows zu bringen und es mit der Deutschen Bank und mit mehreren amerikanischen Banken reinzubringen. Also quasi die von der Integration in das System war der schon in den 90ern quasi weiter als Bitcoin heute vielleicht ist. Aber das Ganze ist gescheitert und es gab auch noch andere Versuche, so wie E-Gold war, hieß es, glaube ich, und später dann noch Liberty Reserve und die Linden-Dollar und so weiter und so fort. Und all diese digitalen Bargeldversuche sind vermutlich deswegen gescheitert, weil die Herausgeber es entweder nicht gewagt haben, wirklich anonym zu sein oder wirklich Anonymität zuzulassen, oder weil sie, wenn sie wirklich Anonymität zugelassen haben, sie über kurz oder lang von Betrugswellen überschwemmt wurden, überrollt wurden und dann schließlich in Ärger mit Behörden und der Aufsicht bekommen haben und zum Teil dann auch verklagt wurden. Weswegen irgendwann Ende der 90er so ein bisschen klar war, dass digitales Bargeld schön wäre, aber entweder ist es nicht anonym, dann wird die Nachfrage der User zurückbleiben, oder es ist anonym und dann wird es nicht funktionieren. So ein bisschen, das quasi, dann hat man so eine Art Zwickmühle, das so oder so oder so, man verliert. Ich glaube, zwei weitere Probleme waren doch aber eigentlich auch, dass man das Double Spending nicht vernünftig gelöst hatte. Ja, und dass es eben auch immer wieder auf zentrale Institutionen hinausgegangen ist. Ja, genau, du bist schon einen Schritt weiter. Ja. Das ist klar, das Double Spending, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu tief in die Komplexität reingeht, Double Spending, das Problem, dass man digitale Einheit zweifach ausgeben kann, also quasi ich kann eine E-Mail an Tor schicken und an Mario, die gleiche E-Mail und es gibt kein Original davon, haben alle Versuche vor Bitcoin durch eine zentrale Entität gelöst. Das war diese zentrale Entität, die entweder dafür gesorgt hat, dass es nicht anonym ist, oder die Anonymität gewagt hat, aber dafür bestraft wurde. Und Satoshi hat halt eben diesen Knoten gespalten, indem er es dezentral geschafft hat. Und wie du es sagst, war der wesentliche Punkt dafür, dass ihm es gelungen ist, das Double-Spend-Problem zu lösen. Er war nicht der komplett Erste, der Ideen dafür hatte, wie man es lösen konnte, aber er hat als Erster die Ideen verbunden und so ein bisschen dieses Mining war der Geniestreich, der das dann gemacht hat. Kennst du in dem Zusammenhang die Dokumentation Banking on Bitcoin? Nee. Die habe ich bisher immer für die Geschichte rangezogen, wie das alles entstanden ist. Aber dann lese ich lieber nochmal dein Buch und bilde mich da nochmal weiter fort. Ja gut, das ist ja was anderes Medium. Ja. Ich wollte noch jetzt was zu mal sagen, dass man weiß es natürlich nicht, wie das alles entstanden, was Satoshi gedacht hat und was der Plan war. Aber so wie es sich mir von dem, was ich da gelesen habe, ein bisschen darstellt, ist es, dass die Währung Bitcoin mehr oder weniger eine Notwendigkeit war, um den Minern einen Anreiz zu geben, zu meinen, damit man das Double-Spend-Problem dezentral machen, lösen kann, also damit man überhaupt eine Kryptowährung dezentral aufbauen kann. Und ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass es Satoshi aus rein pragmatischen Gründen dieses Halving eingebaut hat, dass der Supply sich immer halbiert. Weil wenn man einen linearen Supply hat und dann wächst die langsam und langsam und irgendwann nach 10 Jahren strömen dann die Milliarden an Dollar rein, braucht man viel zu viel Rechenleistung. Und auch darüber
über so einen abnehmenden Supply gab es schon auch in den späten 90er Jahren E-Mail-Austausch, die relativ vorausdenkend genau das thematisiert haben. Okay, das war jetzt ein langer Bogen. So viel wie Bitcoin und auch das Wesen von Bitcoin, dieses digitale Goldartige. Dass es vielleicht gar nicht die Absicht von Satoshi war, sowas zu schaffen wie ein digitales Gold, sondern mehr eine Nebenwirkung, ein Nebenprodukt davon, dass man digitales Bargeld schafft. Aber das ist doch sein erster Satz im White Paper, den du vorhin auch gesagt hast, genau. Cashless Peer-to-Peer-System. Genau. Ne? Ja. Genau, also viele haben ihm ja unterstellt, dass Satoshi die Geldschöpfung der Zentralbanken verabscheut und was ein Hartgeld-Fan wäre. Es gibt gewisse Anzeichen, dass es ist, aber wenig Beweise. Und es wäre genauso gut denkbar, dass es ihm eigentlich egal war und es mehr ein Nebenprodukt war. Und dieses Nebenprodukt ist, glaube ich, das, was Bitcoin erfolgreich gemacht hat. So richtig. Also ich meine, die ersten Jahre, so 2011, 12, vielleicht auch 13, war Bitcoin ja so ein bisschen dieses Wild-West-Geld. Und da gab es dann die Silk Road und teilweise hatte die Silk Road dieser erste große Drogenbazar. Ich weiß nicht wie viel, 10%, 5%, 20% aller Bitcoin-Transaktionen oder Bitcoin-Werte vereinigt. Und dann kam, als ich 2013 angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, gab es ganz viele so komische Plattformen für Graumarktanleihen. Und davor gab es ganz berühmte Pyramidenspiele. Also es war damals noch alles relativ wild und so wie man von digitalem Bargeld erwarten würde, dass das ein bisschen quasi diese ganzen Piraten und Kriminellen anzieht, eben die aus dem weißen Geldsystem rausfliegen. Aber das hat sich dann in den Jahren danach hat sich's gewandelt und dann plötzlich wurde dieser digitales Goldaspekt, der ja heute absolut dominierend ist, hat sich durchgesetzt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wenn diese ganzen Ideen der 90er, wie man digitales Bargeld schafft, wenn die Erfolg gehabt hätten, trotz dieser zentralen oder dezentralen Idee oder wenn jemand es geschafft hätte, in den 90ern ein dezentrales System zu bauen, das den Dollar digitalisiert und auch anonymisiert gern von mir aus, hätte das nie diese Wucht bekommen, die Bitcoin jetzt hatte. Also ich denke, dieses ganze Ökosystem der Kryptowährungen und diese ganze Dynamik, die in Bitcoin ist, liegt zu einem sehr großen Teil daran, dass eben Bitcoin ein hartes Geld ist, würde ich sagen, und was Goldähnliches ist. Und ich stelle mir gerne vor, dass es ein reiner Zufall war und ein Nebenprodukt, aber das weiß man natürlich nicht. Das ist die Antwort, wie es zu Bitcoin kam. Das ist eine Antwort, die jetzt ein bisschen anders ist als die in deinem Buch. Also der Zuhörer kann dann gespannt sein, wie du es im Buch erklärst. Aber ist okay. Okay, ja, ich denke. Kommen wir dann vielleicht zur nächsten Frage. Dann gab es ja noch irgendwann Bitcoin Cash, ist ja dann auch irgendwie entstanden. Sprich, hat sich von Bitcoin abgespalten. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, wie das so dazu kam und warum und wie es erfolgte, wie es ablief? Es gibt ein Block-Size-Limit, das Satoshi damals eingeführt hat, dass ein Bitcoin-Block nur maximal ein Megabyte groß sein kann. Nochmal in Deutsch. Ja. Christoph, Blockgröße. Die Größe, von Blöcken. Alle 10 Minuten gibt es einen Block bei Bitcoin und ein Block hat eine gewisse Größe. In den Block passen eine gewisse Anzahl von Transaktionen rein. Und dieser Block war da, Satoshi hat die Größe des Blocks damals, irgendwann 2010, glaube ich, auf ein Megabyte reduziert, aber gesagt, dass wenn das Transaktionsvolumen in diese Richtung kommt, kann man es problemlos erhöhen. Das war der Plan. Und Satoshi ging, andere Entwickler haben übernommen. Dann kam es 2013, 14, 15. Und dann brach in der Bitcoin-Szene ein riesengroßer Streit darüber aus, ob man die Blockgröße erhöhen soll, also ob man mehr Transaktionen durchlassen soll oder nicht. Die eine Seite, der damalige Leitentwickler Gavin Andreessen und sein Mitstreiter Mike Hearn haben gesagt, klar, logisch, muss unbedingt sein. Und eine andere Gruppe von Entwicklern um Gregory Maxwell und Peter Todd und noch ein paar andere haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Bitcoin, wenn die Blöcke größer sind, wird Bitcoin nicht mehr dezentral sein, weil es so aufwendig ist, einen Full Node laufen zu lassen. Und daraus hat sich eine wahnsinnig interessante und tiefgehende und facettenreiche und vielschichtige Diskussion geführt. Ich
glaube, dass es selten Diskussionen gibt, in denen Technologie und Ideologie so eng zusammenlaufen und sich so zu verhaken. Und ganz oft war dann, glaube ich, die Technologie mehr oder weniger nur ein Feigenblatt für eine politische Sache in der Diskussion. Es ging in Wahrheit um Politik, letzten Endes ging es vor allem um die Frage, was passiert, wenn alle Staaten der Welt beschließen, Bitcoin anzugreifen? Und ob dann eine Community von Bitcoinern mit ihren Full Nodes dagegen hält oder nicht, so ein bisschen um solche Sachen. Oder wie, es ging, glaube ich, die grundsätzliche Frage, wie man skaliert. Und wir kommen ja gleich zum Lightning-Netzwerk. Es hat sich aufgeteilt in die Small-Blocker und die Big-Blocker, also die für kleine Blöcke sind und die für große Blöcke. Und die hatten verschiedene Ansichten, wie man skaliert. Und die Fraktion der Small-Blocker hat es geschafft, die Community, die Szene und auch das Ökosystem für sich zu gewinnen, woraufhin sich irgendwann nach vielem langen, langen Hin und Her und vielen Versuchen und Streitereien Bitcoin Cash abgespaltet hat, indem Bitcoin Cash die Block Size erhöht hat, die Blockgröße. Also das Ganze ist ein bisschen her, das lief vor allem zwischen 2015 und 2017 ab, ist quasi schon jetzt ein bisschen im Mittelalter von Bitcoin, von heute aus gesehen. Bei den Diskussionen lief sicherlich nicht alles richtig ab. Es gab viel Zensur auf vielen Foren von Seiten der Small Blocker. Es gab Rufmord, es gab viel Propaganda. Und ich dachte es heute wieder kurz. Wir kennen ja gerade alle diese ganze Corona-Diskussion, die derzeit herrscht und die seit 2 Jahren Deutschland beherrscht und den deutschen Sprachraum. Ganz vieles von dem, was ich jetzt hier wieder erlebe, erinnert mich ganz oft an die Zeit der Block-Size-Kriege sozusagen. Weil es dann ein Narrativ gibt, der von Anfang an der Meinung ist, er ist richtig und er ist dominant und der allen, die sich von diesem Narrativ abwenden und dagegen sprechen, beschimpft, ausgrenzt und so weiter. Also Cancel Culture ist ja heute auch so ein Wort, das man gerne verwendet. Das war damals in den Block-Size-Kriegen auch sehr aktiv. Aber man könnte jetzt sagen, ja, das ist alles nicht gut und der Markt soll über die Block-Size entscheiden. Aber letzten Endes hat der Markt entschieden, ob die Methoden, wie man den Markt dahin gebracht hat, sich zu entscheiden, richtig waren oder falsch. Sind mal dahingestellt, Marketing und Propaganda ist auch ein Teil des Marktes. Und das Ergebnis ist es heute einfach, dass Bitcoin ist und Bitcoin Cash ist relativ bedeutungslos. Ob man es will oder nicht, ob man es gut findet oder nicht, aber es ist halt das, wo wir jetzt gerade sind, dass Bitcoin Cash hat sich abgespalten, um nach langem Hin und Her jetzt heute immer weiter abzurutschen im Vergleich zu Bitcoin. Deswegen ist quasi dieser ganze Krieg und diese Spaltung eigentlich Vergangenheit. Und ich habe ein Weilchen gebraucht, um das zu akzeptieren, aber ich habe es irgendwann akzeptiert. Und ich denke, man sollte es wahrscheinlich irgendwann ruhen lassen. Bitcoin Cash ist nicht die Geldrevolution, es ist weiterhin Bitcoin. Und deswegen sind wir ja hier. Thor sagte vorhin noch, du bist eher auf der Bitcoin-SV-Schiene unterwegs, lieber. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Route. Boah, das ist auch wieder kompliziert. Also ich bin darauf nicht mehr unterwegs. Ich war bis so irgendwann Anfang März 2020 darin unterwegs. Okay. Du hast also zum Licht zurückgefunden. Bitcoin. Ich weiß nicht, ob es Licht ist. Also in gewisser Weise ja, weil ich habe akzeptiert, dass die Entscheidungen des Marktes größer sind als meine Vorlieben. Um es mal so zu sagen. Und ich habe gemerkt, dass man sich darin irgendwie ein bisschen verrennt und dass das alles bei Bitcoin ist wie, das hat interessant gestartet. Es gab einen kurzen Moment, in dem eine große Begeisterung da war und viel Aufbruchstimmung und es war auch eigentlich die folgerichtige Weiterentwicklung von dem, was Bitcoin Cash hätte werden sollen. Also sie haben quasi Bitcoin SV, diese ganze Idee von großen Blöcken so konsequent durchgezogen wie niemand anderes, was es interessant gemacht hat. Und es gab eine kleine Phase von einem halben, dreiviertel Jahr, in der darin wirklich sehr viel Energie gesteckt hat. Und es war sehr inspirierend. Aber es hat sich dann einfach ein bisschen ausgelaufen. Es
die Dominanz von Bitcoin war einfach zu stark, um überhaupt eine Chance zu haben, Netzwerk und Masseneffekte zu sammeln. Und die Personalie Greg Wright hat es wahrscheinlich alles auch nicht gerade besser gemacht und geholfen. Und auch das war so, Greg Wright war am Anfang, trotz seiner ganzen... Du meinst Satoshi? Ja, Satoshi. Fake Toshi. Also sein Spitzname. Ich meine, das Thema ist schwierig. Ah. Ich habe mich da auch oft in viele Nesseln reingesetzt und mich ein bisschen verbrannt. Wir sind ja hier unter uns. Ja, unter uns und bei euren 12.000 Zuhörern. Ja. Greg Wright, kurz dazu noch was. Zeitlang war es für mich ein bisschen offen, ob es Satoshi ist oder nicht, auch wenn ich die meiste Zeit über der Meinung war, dass es eher nicht war. Aber ich fand ihn auch eine Zeit lang durchaus auch eine inspirierende Person mit interessanten, schlauen Gedanken und einem authentischen und ungewöhnlichen Bitcoin-Verständnis. Also was es mit der Privatsphäre anfängt, wie man skaliert und es... Er hat sich wirklich viel drüber nachgedacht, ganz ohne Zweifel, und er kam auch zu originellen Gedanken dazu. Aber auch das hat sich irgendwann ein bisschen ausgelaufen, dass dann immer die gleichen Geschichten waren, die er gebracht hat, und nach kam auch raus, worauf er wirklich hinaus will, dass er die Coins von Satoshi konfiszieren will. Und dann kamen diese ganzen Gerichtsprozesse, und es hat sich auch gezeigt, was es für ein Charakter ist, der einfach quasi jeden, selbst Verwandte von ihm, fallen lässt, wenn es ihm in den Kram passt und verleumdet. Und es hat alles einen großen Schaden angerichtet, und Bitcoin ist wie, irgendwann muss man halt auch akzeptieren, dass es immer nur die gleichen 30 Leute sind, die es benutzen, oder 40. Und selbst wenn diese 40 Leute dann am Tag 12.000 Transaktionen abschicken, wird daraus kein Ereignis. Wie es halt ist, die Krypto-Projekte stehen und fallen mit der Größe der Community. Ja, genau. Also ja. Masse ist alles. Du hast jetzt schon mal ein bisschen was vorweggenommen. Wie hieß der Verfechter von Bitcoin Cash? Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der Verfechter, du meinst Roger Ver oder? Genau, Roger Ver. Und der hat ja damals in der Anfangszeit von Bitcoin, hat er ja Plakate in den USA aufgestellt, willst du kostenlos Geld verschicken, mach's halt mit Bitcoin oder so, ne? Und ich war gerade auf einer Konferenz in Athen, da war er auch als Redner da. Und in dieser Zeit hat gerade diese Abspaltung, dieser Hashkrieg zwischen Bitcoin Cash und Bitcoin SV, ich sage immer Bitcoin Sportverein dazu, stattgefunden. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Hast du noch ein paar Details im Kopf? Na, wie kam es dazu und wie lief es ab? War ja, ich meine, ja, war eine Sache von 3-4 Tagen halt, ne? Ja. Na gut, es war eine längere Sache mit einer langen Vorgeschichte. Der Grund war, dass Bitcoin Cash hatte so ein Abkommen zwischen den Entwicklern, dass es jedes halbes Jahr eine Hardfork gibt, eine harte Gabel, bei der sich der Code nicht abwärtskompatibel ändert. Es gibt ein Upgrade, bei dem man alle eben mitmachen müssen. Die Entwickler von Bitcoin Cash haben sich die Entwicklerteams, es gab 3 Entwicklerteams zu der Zeit, haben sich zusammengesetzt und über Änderungen beschlossen. Und es gab bei Bitcoin Cash noch die Light-Implementierung Bitcoin ABC von Amaury Sechet. Bei besagter Fork vor dem Hashkrieg, bei dem Update, wollte Amaury Sechet 1 oder 2 bestimmte Updates rein haben, die, so wie ich es verstanden habe, vielleicht mal nützlich sein könnten, wenn Bitcoin, wenn die Block-Size irgendwann größer als 1 Gigabyte ist. Aber bis dahin nicht wirklich bedeutungsvoll waren, wo es die Ordnung von Transaktionen gibt. Und die Entwickler der anderen beiden Teams, das waren Bitcoin Unlimited und eben Enchain, haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Amaury Sechet hat es dann trotzdem gemacht. Das war so ein bisschen der Auslöser. Und es ging dabei um die Frage, ob jetzt Bitcoin Cash einen Diktator hat, der für ein vollkommen unerhebliches technisches Detail ums Recht haben will, alles spaltet oder nicht. Bitcoin Unlimited, die andere Implementation, hat sich hinter Bitcoin Cash gestellt, also hinter Amaury Sechet gestellt, nicht weil sie bei ihm dafür waren, sondern weil sie gegen Greg Wright waren, der bei Enchain war im dritten Team im Bunde. Und so kam es dann zu dieser Spaltung, dass sich dann Bitcoin Unlimited und Bitcoin ABC haben sich nicht gerade als Freunde, aber mit dem gemeinsamen Feind auf die eine Seite gestellt und Enchain auf die andere. Und dann gab es dann so dieses Säbelrasseln von Enchain, das und von Calvin Ayer und CoinGeek, seinem Partner,
dass man einen Hashkrieg macht, dass es darum geht, dass die Miner mit der Mining, mit der Hashrate entscheiden, ob welche Version die wirkliche ist. Da war doch der Jihan Wu noch mit dabei, mit seinem Bitmain, oder? Stimmt, Jihan Wu war damals auch noch dabei. Genau, Jihan Wu hat auch zu ABC gehalten. Ja. Ey, das war ein bisschen konfus. Also Bitcoin-Hodler haben gewonnen zu dem Zeitpunkt, hatte ich das Gefühl. Jeder, der Bitcoin auf seiner Wallet hatte, hatte doch alle anderen Bitcoin-Forks noch mit geairdroppt bekommen. Und ja, die waren ja auch tausende Euro über Nacht plötzlich wert. Stimmt, ne? Da gab es dann plötzlich pro Bitcoin noch ein 1.000-Euro-Bonus so ein bisschen. Ja. Also das hat man jetzt aber, diese Funktion bei allen anderen Hardfoils, die dann nach 18 kamen, hat man das ja eliminiert, ne? Dass man da eine Gelddopplung hat. Echt? Hat man das? Denke, also, ja. Gibt es da einen Mechanismus, dass man die nicht bekommt? Es gab zumindest, glaube ich, sowas nicht nochmal. Sowas. So viel Geld für einfach nur Bitcoin halten, gab es meines Wissens nach nicht nochmal. Nee, es gab auch keine relevanten Forks mehr, glaube ich. Hm. Seitdem, es gab noch diese Fork von ABC, die dann quasi, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr später hat sich dann tatsächlich Amaury Séchés Gruppe vom Rest von Bitcoin Cash abgespalten. Also quasi, und dann am Ende stand Bitcoin Unlimited alleine da mit Bitcoin Cash. Ja, es gab ja insgesamt von Bitcoin, gab es ja über 20 Forks, Bitcoin Diamond, Bitcoin Black, Bitcoin Gold. Bitcoin Gold. Und im Prinzip gab es auch, wie hieß das, nicht Bitbox, sondern von einem Deutschen, den habe ich auch mal kennengelernt, BTX Bitcore, oder BB. Ha? Ja, du meinst Bitcore. Bitcore, genau. Ja. Genau. Bitcore, der so einen Hybrid-Fork gemacht hat, war auch interessante Idee, aber das war noch, sagen wir mal, ein halbes Jahr vor Bitcoin Gold. Und letztendlich sind aber alle diese Forks in der, sagen wir mal, Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja. Wenn du irgendwas verwässerst, dann ist es irgendwann nichts mehr wert. Ja. Genau, das ist die Sache von den Netzwerkeffekten. Irgendwie scheinen bei Kryptowährungen, speziell bei dem digitalen Gold und Zahlungscoin wie Bitcoin, Netzwerkeffekte alles zu sein. Das ist auch eine Sache, die habe ich bei dieser ganzen Bitcoin-Cash-Sache extrem unterschätzt, wie zäh und hart Netzwerkeffekte sind. Aber was meinst du, wäre es vielleicht wieder mal an der Zeit, mal einen neuen Fork zu machen? Ich weiß nicht genau, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt schon genügend Coins und das, so die Fork. Und Forks hat sich jetzt auch nicht als das Erfolgsrezept rausgestellt. Wenn wir schon im Bitcoin-Bereich sind, da gibt es ja auch noch sowas neben dem Bitcoin, habe ich gehört. Der Tor hat mich ja heute, ich habe extra meinen Terminplan nochmal umgestellt. Der Tor wollte ja heute jemanden dabei haben, der gar keine Ahnung von Bitcoin hat und die richtig dummen Fragen stellen kann. Und der hat er natürlich an mich gedacht. Okay. Und deswegen gibt es ja noch dieses, ich habe gehört, da gibt es noch so ein Lightning-Netzwerk. Was hältst du denn von dem Lightning-Netzwerk? Habt ihr das mal ausprobiert, Lightning-Netzwerk? Ich habe letztens mal bei einer kleinen Bitcoin-Zusammenkunft über eine Lightning-Wallet auf dem Handy. Also das geht ja wirklich Lightning-fast sozusagen. Mensch, Mario, du bist heute der total, keine Ahnung hat. Total schnell geht das, liebe Leute, an alle, die kein Englisch können. Entschuldigung. Lightning-fast, also mit blitzschnell, ja. Ja, was soll man zu Lightning sagen? Ich bin da ein bisschen gespalten. Also auf der einen Seite ist Lightning eine fantastische Art, die Blockchain zu skalieren, weil sie einfach quasi nachhaltig ist und kein Dreck abfällt. So, wenn man auf die normale Art mit Transaktionen, bleibt jede Transaktion für immer auf der Blockchain. Was natürlich quasi, man sich vorstellen kann, dass man überall ein Stückchen Müll sammelt. Und oben hat man diese riesigen Müllberge an Transaktionen, das ist die Blockchain von alten, toten Transaktionen, ein Archiv, sehr interessant, aber es schleppt sich halt so dahin und so weiter. Und es ist bei dem Konzept schon irgendwie klar, dass man, wenn man nicht gerade irgendwann riesige Datenhallen mit Blocken, mit Speichern füllen will, man an eine Grenze kommen wird. Und Lightning hat halt eben nicht so einen Abfall. Da hat man eine Transaktion, die geht von mir zu dir und ist dann weg danach. Von daher ist es eine gute Art, so Transaktionen zu machen, und es führt auch eine neue Art von Privacy ein. Was auch gut ist. Du meinst Privatsphäre mit Privacy. Ja, genau, das meine ich mit Privacy, Privatsphäre. Also Lightning ist nicht anonym. Es ist noch nicht ganz klar, wie privat es wirklich ist, aber es bringt auf jeden Fall eine neue Ebene rein und macht wahrscheinlich schon schwieriger,
es zu überwachen, würde ich sagen. Und ich merke auch auf den Stammtischen, bei denen ich war, und auf Konferenzen, dass Lightning unter Bitcoinern einen enormen Enthusiasmus auslöst. Also alle arbeiten zusammen, alle basteln daran, und das Ganze ist ein technisch gesehen ein Mammutprojekt. Es ist unglaublich kompliziert, erfordert unglaublich viele Kenntnisse von Bitcoin, von Bitcoin Smart Contracts, von Hashes, von anderen kryptografischen Dingen. Und da, wie viele Leute sich damit auseinandersetzen und damit arbeiten und was sie da machen, ist wirklich bewundernswert, finde ich. Und man sieht auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel El Salvador anschaut, haben die ja auch quasi einen Lightning-Wallet gebaut, diese Chivo-Wallet, und haben es geschafft, in 2 Monaten 66% der Bevölkerung reinzubringen. Und damit quasi mehr Leute in ein elektronisches Geldsystem zu bringen, als die Banken in den ganzen Jahrzehnten zuvor in dem Land. Also von daher läuft schon was gut, aber man muss sich klar sein, und ich glaube, das sind sich viele nicht, und vor allem die technisch gebildeten und technisch enthusiastischen Bitcoiner, die auf Lightning Hack Days und Konferenzen sind und für die es normal ist, einen Full Node zu haben und so, unterschätzen das, glaube ich, dass Lightning beinahe schon zwingend Mittelsmänner einführt. Also Lightning nimmt viel für den Alltagsbenutzer, nimmt es viel von der Dezentralität und Mittelmannfreiheit, die Bitcoin gebracht hat, weg. Das beste Beispiel ist eben auch wieder wahrscheinlich die Chivo-Wallet in El Salvador. Wenn man jetzt gemein wäre, würde man sagen, das ist kein Bitcoin und kein Lightning, sondern einfach nur der Server von der Regierung, auf den das läuft. Weil quasi die User der Chivo-Wallet sind keine vollwertigen Lightning-Nutzer, sondern sind einfach welche, die quasi den Lightning-Node der Regierung mit benutzen. Ein anderes Beispiel ist, ich habe mir für mein Buchverkauf eine Webseite gemacht und auf der Webseite akzeptiere ich auch Lightning-Zahlungen. Wenn ich normal Bitcoin normal akzeptiere, poste ich eine Adresse auf meine Seite, jemand bezahlt mich mit der Adresse, die auf meinem Rechner liegt oder auf einem Blatt Papier, und mein Computer, meine Webseite hat ein Skript, dass sie irgendeinen von vielen Blog-Explorer fragt, was ankam. Es ist total einfach einzubauen. Ich habe jederzeit die volle Kontrolle über die Schlüssel von den Coins, die ich empfange. Und ich habe auch schon dann natürlich auch versucht, Lightning, wie gesagt, einzubauen. Am Anfang habe ich versucht, das auch vollkommen unabhängig zu machen. Dafür musste ich mir einen Server mieten, wo, und da den Node aufsetzen. Und irgendwann hat der Server aufgehört, für die Kosten Bitcoins zu akzeptieren. Dann musste ich mit PayPal zahlen. Habe ich irgendwann vergessen zu bezahlen, zweimal. Dann hat er mir alles runtergehauen und dann war aber alles weg. Und seitdem benutze ich eine API von einem zentralen Server, um Lightning-Zahlungen zu empfangen. Das heißt, im Endeffekt sind es auch wieder gar nicht meine Coins, weil ich nicht den Schlüssel dafür habe. Das heißt, Lightning führt für den Alltagsnutzer Zentralisierung wieder ein, in verschiedenen Graden, aber es führt es wieder ein. Das ist schlecht, aber es ist auch insoweit besser, als würde man die Zentralisierung auf der Mainchain machen, weil die Bitcoin-Blockchain an sich bleibt noch dezentral. Und es nimmt Druck davon runter. Man sollte halt die Trade-offs sollte man halt kennen. Also man sollte den Preis dafür kennen, für die Skalierung, den Lightning verlangt. Ja, also es ist ein zweischneidiges Schwert. Du kriegst Zentralisierung rein, du kriegst ein bisschen Privatsphäre rein, aber nur ein bisschen. Und bei Lightning wird es halt auch ein paar Beteiligte geben, die über die ein Großteil der Transaktionen ablaufen wird. Das ist wie das Internet. Das Internet hat dezentral gestartet, mehr oder weniger, aber jetzt hast du große zentrale Punkte, Google, Amazon, wo halt jeder meint, hingehen zu müssen. Also nicht jeder, aber ja, sagen wir mal, 95% der Leute müssen halt bei Amazon einkaufen. Da verkaufe ich meine Bücher nicht. Aus Prinzip, aber letztendlich hast du da im Internet große Zentralisierungspunkte. Ja klar, ich meine auch, eben Amazon hat ja auch alle Server. Ja, und bei Lightning ist es halt ähnlich. Es wird da große, große Player geben, zu denen viele Kanäle aufbauen, weil sie von da viele Zahlungen bekommen können. Ja, logisch. Also das ist ja auch, dass das halt, man sollte sich mit den großen Playern verbünden oder bei denen Kanäle haben, weil ansonsten wird wahrscheinlich die Zahlung nicht wirklich durchkommen. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt.
Also wenn du jetzt aber sagst, für Lightning oder gegen Lightning, also musst du jetzt so, also eher für oder eher dagegen? Ich weiß es nicht, spielt ja keine Rolle, ob ich dafür oder dagegen bin. Es gibt nee, es ja das ist deine Meinung, Christoph. Ach so, naja, also ich meine, heute. Prinzipiell dafür, weil es ja keine Pflicht gibt, es zu benutzen, es ist ja freiwillig. Okay. Eine klare Wenn du jetzt Ansage. Fragen würdest, pro Block-Size-Erhöhung oder Lightning, wäre die Antwort schon wesentlich schwieriger. Was? Aber ich dachte, du bist auch ein Big Blocker wie ich. Ja, ich meine, wie gesagt, Bitcoin hat seine Stellung gehalten, Markt und so, und war bestimmt nicht unabhängig davon, dass die Block-Size klein blieb, und ich empfinde es auch als wertvoll, dass man immer noch einen Fullnode bei Bitcoin laufen lassen kann, im Gegensatz zu Ethereum und so, deswegen bin ich da nicht ganz so eindeutig in der Frage. Also, ich denke, die Sachen sind, wie sie sind. Man sollte sie halt wissen. Und ob okay. wir jetzt dafür oder dagegen sind, spielt keine große Rolle. Was meinst du, warum hat die Entwicklung von Tapgood so lange gedauert? Das ist ja schon lange, diese Bitcoin Improvements bekannt, aber das hat sich über 3 bis 4 Jahre hingezogen. Und was ist deine Erkenntnis, warum das so lange gedauert hat? Und vielleicht erklärst du erst mal kurz, was Taproot ist. Und gleich mal Lightning mit, für die, die es nicht wissen. Wir haben jetzt lange über Lightning auch geredet. Und okay, gut. Ich erkläre Lightning immer damit, dass wir eine Transaktion machen. Aber wenn ich dir Geld gebe, gebe ich dir ein Überweisungsformular und schreibe drauf, ich überweise dir 10 Euro. Aber du bringst das Überweisungsformular nicht zur Bank und wirfst es nicht in den Briefkasten der Bank, damit es aufgeführt wird, sondern du behältst es mit meiner Unterschrift drunter. Wenn du mir dann Geld gibst, änderst du den Betrag darauf. Also wir radieren darauf durch und erst ab einem gewissen Punkt werfen wir es ein. Das ist die nicht technische Erklärung. Die technische Erklärung ist viel, viel, viel komplizierter. Es gibt Payment Channels zwischen verschiedenen Parteien und man kann Zahlungen durch Hash Secrets durch die Payment Channels durchrouten. Und es gibt noch einen riesengroßen Bollen an kryptografischen Maßnahmen und Smart Contracts, um zu verhindern, dass man sich dabei bescheißen kann. So, letzten Endes, ihr könnt es euch vorstellen, einfach wie eine Bitcoin-Transaktion, die ständig ihren Betrag ändert, bevor sie an die Miner geht. Das ist Lightning. Und was ist Taproot? Ist nochmal komplizierter. Und Taproot ist eigentlich ein Kombi-Update, war ein Kombi-Update von Bitcoin, eines der größten seit SegWit. Und Taproot bestand aus 2 Komponenten. Zum einen hat es den Schnorr-Signatur-Algorithmus eingeführt, anstatt ECDSA. Und zum anderen hat Taproot MUST eingeführt. Das sind Merkleized Hash Trees. Das ist eine Art von, es sind, glaube ich, verbundene Hashbäume. Also quasi beides ist sehr kompliziert und sind sehr kryptografische Details. Meiner Meinung nach, warum es so lange gedauert hat, ist, weil Taproot eigentlich nicht wirklich notwendig ist. Weil die Vorteile, die Taproot bietet, sind so esoterisch, dass sich die Entwickler alle Zeit der Welt lassen konnten, um es durchzubringen. Es wird sicherlich was bringen, es wird Bitcoin irgendwie besser machen, aber für den normalen User wird davon nicht viel zu merken sein. Was Taproot bringt, sind eben diese 2 Teile. Das eine ist der Schnorr-Algorithmus. Schnorr war, ich glaube, Hans-Peter Schnorr war ein deutscher Mathematiker, der hat einen wundervollen Signaturalgorithmus entwickelt, aber ihn patentieren lassen, und weil kein Mensch die Patente bezahlen wollte, haben andere Kryptografen ECDSA entwickelt. Einen ähnlichen Signaturalgorithmus wie Schnorr, nicht ganz so gut, aber fast so gut. Und den hat dann eben auch Bitcoin verwendet am Anfang. Mittlerweile ist das Patent für den Schnorr-Algorithmus ausgelaufen, weswegen es eigentlich keinen Grund gibt, ihn nicht zu benutzen. Und Schnorr hat gegenüber dem ECDSA, den Bitcoin für Signaturen verwendet, vor allem 2 Vorteile. Der erste ist, dass die Signaturen ein Stückchen effizienter sind. Das heißt, sie sind ein bisschen kleiner. Man spart, ich weiß nicht genau, wie viele Schätzungen sind, 10-20% spart man. Das heißt, man wird die Kapazität von Bitcoin-Blöcken geringfügig erhöhen können damit. Und zweitens kann man mit Schnorr-Signaturen, wie heißt das jetzt, nicht akkumulieren, verbinden, verschmelzen, zusammenfließen lassen.
Was die Folge hat, wenn man eine Multisig-Transaktion macht, kann man die mit einer Signatur statt mit zwei zeichnen. Also es macht den Multisig-Vorgang sehr viel einfacher und effizienter und auch nicht zu unterscheiden von normalen Transaktionen. Wenn man bisher einen Multisig macht und in zwei Parteien eine Transaktion signieren, läuft es so ab, dass man quasi ein Skript baut und dieses Skript dann signiert und dann hasht und so weiter, um nachzuweisen, dass beide Parteien signiert haben. Und wenn man das dann einreicht, enthüllt man das Skript und zeigt alles, was drin ist. Mitsamt allen möglichen Ausgabebedingungen, wie jetzt, wenn du quasi jetzt die Ausgabebedingung hast, dass 5 und 6 Parteien signieren müssen, musst du in dieses Skript jede mögliche Kombination von Parteien reinschreiben. Deswegen das Skript irgendwann relativ groß wird und so. Und wenn man eine Multisig-Transaktion mit Schnorr macht, zumindest eine einfache mit 2 Parteien oder mit 3 vielleicht auch, können einfach alle signieren und man hat dann eine Signatur, die genauso aussieht wie eine normale Bitcoin-Signatur. Das heißt, unter gewissen Umständen sind mit Multisig-Transaktionen mit Taproot privater und platzsparender und leichter zu verarbeiten. Und das ist auch schon der Hauptvorteil von Taproot, so wie ich es verstanden habe. Gibt es nicht noch einen weiteren Vorteil von den Schnorr-Signaturen, dass die quantencomputerresistent sind? Oder täusche ich mich da jetzt? Ich habe nichts darüber gehört. Also, sag mal so. Wenn ihr wollt, können wir gerne über das Thema Quantencomputer reden. Da habe ich neulich auch drüber nachgedacht. Da müssen wir jetzt heute nicht machen. Das können wir mal eine Spezialausgabe vornehmen. Da hängen wir hier Taproot-Sache drin sind. Ich habe da vor kurzem ein echt interessantes Interview mit Marc Eberhardt gehabt. Der ist ein deutscher Entwickler, der in Karlsruhe studiert hat, sein Master gemacht hat und dann jetzt danach bei BitGo gearbeitet hat und heute bei Chaincode Labs arbeitet. Und der hat mir das relativ gut erklärt, was Taproot wirklich bringt, aber was für mich auch ernüchternd war und so ein bisschen. Vielleicht noch eine andere Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist. Ich vertrete ja die Theorie, dass die Bitcoiner irgendwann in 5 oder 10 Jahren anfangen werden, die Bitcoins, die pro Block ausgeschüttet werden, einzufrieren. Das heißt, dieses Ziel, also dieses Halving, diese Halbierung aller 4 Jahre, ist meine Theorie, dass die irgendwann in 10 oder 20 Jahren aufgehoben wird, dass dann pro Block einen halben Bitcoin oder vielleicht auch einen ganzen Bitcoin ausgeschüttet wird. Idee dahinter ist, weil natürlich immer irgendwelches Geld durch die Benutzung verloren geht. Also erstmal diese 1 bis 2, 3 Millionen von Satoshi Bitcoins und dann sind noch ein paar Schlüssel von irgendwelchen Wallets verloren gegangen, samt Rechner. Und dann gibt es manchmal noch ein paar Bitcoin-Adressen mit irgendwelchen Satoshis. Aber in der Summe wird das Geld ja dann, das nutzbare Geld, selbst das, was auch gehodelt wird, wird ja dann weniger. Und um diesen Verschleiß des Geldes durch die Benutzung, sagen wir mal, zu kompensieren, kann ich mir vorstellen, dass die Blockbelohnung, die Engländer sagen Blockreward dazu, dass die auf einem bestimmten Betrag bei Bitcoin eingefroren wird. Ach. Ist jetzt meine Idee, meine Theorie. Da diskutieren jetzt noch nicht viele drüber, öffentlich, aber ich habe mir mal da Gedanken drüber gemacht und ich würde das als plausibel ansehen, dass man da irgendwann in ein paar Jahren anfangen kann, mal drüber zu reden. Okay. Was meinst du dazu? Ich denke, man muss darüber reden, aber ich denke so aus anderen Gründen. Also ich denke auch, dass man darüber reden werden muss. Also ich glaube nicht, dass es wegen der Geldmenge ist. Es ist ja quasi, dass die Geldmenge abnimmt, empfinden die meisten ja eher als Feature, also als Vorteil, als was Gutes und nicht als Fehler. Ja, das ist schon richtig. Stell dir vor, deine Frau kauft oder du willst ein Auto kaufen. Dann kommst du nach Hause, sagst du deiner Frau, oh, das Auto verbraucht nur 3 Liter pro 100 Kilometer und dies und jenes. Aber in Wirklichkeit willst du das Auto kaufen, weil es dir gefällt. So, und hier ist es natürlich auch so. Klar, man wird irgendeine Belohnung für die Miner brauchen, dass die motiviert sind, die Hashing-Geräte vorzuhalten und das Netzwerk da auch, intakt zu halten und nicht nur allein von den Transaktionsgebühren abzuhängen.
Weil durch die Blockbegrenzung hast du ja auch ein Limit bei den Transaktionsgebühren. Ja, hat man, genau. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, weswegen die ganze Logik, der ganze Plan, den sich Bitcoin da gemacht hat, vielleicht in 10 Jahren in die Krise kommt. Richtig. Siehst du ja bei Ethereum heute schon so. Ethereum ist zu teuer. Was machen wir? Wir nutzen halt andere. Wir nutzen Klone. Ja, klar. Ja. Und das kann ich mir bei Bitcoin und durch das Lightning wird zwar ein bisschen was verlagert, aber wenn dann irgendwie rauskriegen, nee, das ist mir doch zu zentral und ich will wirklich das Geld haben und schick mir eine Bitcoin-Transaktion und mach nicht irgendwie den Lightning-Kram, dann bist du ja wieder gezwungen, auf der Blockchain, also im Level 1, die Transaktion zu machen. Ja, genau. So, klar, das ist jetzt zwar eine einfache Begründung mit Geld, Schwund und so weiter, ne? Aber letztendlich gibt es da eine Liste von Gründen, die man quasi aufzählen kann, um das zu begründen. Ja, also ich denke, sobald der Preis aufhört, sich alle 4 Jahre mindestens zu verdoppeln, können es Probleme geben damit. So, ich meine, bisher kompensiert der Kurs ja den Verlust, die Abnahme der Belohnung der Miner ja vielfach, alle 4 Jahre. Aber wenn das irgendwann nicht mehr passiert, wird es interessant, weil dann werden die Miner effektiv weniger verdienen. Ja, und das Geld ist absehbar, bis 2142 sollen sie ja eh irgendwann gar nichts mehr verdienen. Also das ist ja auch nur diese Vergrößerung der Block-Rewards, das wäre ja auch nur ein Hervorschieben sozusagen, also das zeitiger Machen dieses Problems, dass Miner irgendwann eigentlich ja gar keine Block-Rewards mehr bekommen, sondern eigentlich nur noch über die Transaktionsgebühren sich finanzieren sollen. Ja, genau, das kommt irgendwann. Also das ist ja, ich meine, ich frage mich, ob es geht. Bei Ethereum geht es ja fantastisch, die nehmen ja wahnsinnig viel ein dadurch. Ja. Und gerade die wollen das System nicht mehr, nachdem sie jetzt schon nachhaltig sind. Die großen Miner wollen, glaube ich, Ethereum 2.0 auch nicht wirklich. Nee, ich glaube nicht, könnte ich mir nicht vorstellen. Für die ist es eine Goldgrube, aber so mehr wollen die Entwickler haben, die Holder. Ja, weil halt mehr von dem, da hatten wir mit dem Johannes Pfeffer auch schon drüber gesprochen, weil mehr von dem Miner Extractable Value, also das MEV nennen die das, das, was die Miner im Prinzip aus dem Netzwerk an Wert herausziehen, soll mehr wieder bei den Nutzern bleiben. Aber das ist halt eine andere Sache. Das Einfrieren der Block Rewards bei Bitcoin würde halt einfach nur das Problem des generellen Auslaufens der Block Rewards wegen dem Erreichen der 21 Millionen ausgeschütteten Coins einfach kritischer machen, sozusagen. Ja. Also ich meine, ich denke auch immer, man wird schon damit leben können, dass die Miner mal irgendwann weniger verdienen. Es wird ja auch so ökologisch gesehen und so vom Stromverbrauch, löst sich damit ja auch was viele für ein Problem halten von selber. Aber klar, es gibt wahrscheinlich irgendeinen Grad, ab dem es zu wenig wird, und wenn dann die Hashrate zum Beispiel auf 25% von dem, was sie heute ist, schrumpft, wirst du ja 75% der Mining-Geräte irgendwo rumstehen haben und jederzeit bereit, Bitcoin anzugreifen, so quasi, und die Möglichkeiten wären dann da. Lightning eröffnet leider ja auch viele möglichen schöne Angriffe, wenn es bösartige Miner gibt. Ah, okay. Das ist mir auch neu. Okay, ja, da habe ich mal eine Weile drüber nachgedacht. Es gibt ja immer wieder 51% Angriffe. Also das heißt, dass eine Mehrheit von Minern bei Coins, wie ich glaube, bei Bitcoin ist Wiese schon passiert, es ist bei Bitcoin Gold passiert, bei Ethereum Classic und bei Ethereum Classic, ja. Ja. Dass dann die Mehrheit der Miner 51% hatte und haben die Double Spends gemacht. Damit es geht eben, dass man dann quasi eine Transaktion abschickt und dann die Transaktion wieder rückgängig macht und woanders hinleitet. Und das Erstaunlichste an diesen Angriffen war, dass die eigentlich so gut wie keinen Schaden ausgerichtet haben, dass es die Blockchains und auch die Kryptowährung gar nicht wirklich gestört hat. Und zwar, weil man kann mit einem Double Spend nicht so viel Schaden anrichten. Ich meine, was willst du machen? Willst du was auf eine Börse einzahlen, dann wechseln und dann auszahlen? Also geht ja nicht wirklich, weil du dich bei einer Börse registrieren musst. Das heißt, das Potenzial dafür, um damit zu betrügen, ist relativ gering mit dem Double Spend. Du hast dann das Problem, dass du musst die in irgendwas anderes tauschen, in eine andere Kryptowährung, in Dollar, in Gold, damit einkaufen gehen. Also einfach die Möglichkeiten
von so einem Double Spend zu profitieren, sind begrenzt und der Aufwand ist gigantisch und wenn du dabei erwischt wirst, ist das Risiko auch ziemlich groß. Deswegen sind Double Spend an sich gar nicht so schlimm. Aber jetzt nimm mal Lightning dazu, indem du quasi, was effektiv passiert ist bei Lightning, ist, dass du einen Bitcoin reinsteckst und einen anderen Bitcoin wiederbekommst, wenn du zwei dir was über Lightning selber schickst. Mhm. Und die Spuren sind gleichzeitig auch verwischt. Also das heißt, wenn es mal so weit kommt, dass Bitcoin-Miner wirklich Double Spenden müssen oder so oder wollen oder die Anreize so stehen, könnte Lightning ein gutes Objekt dafür sein, um sowas zu machen. Also quasi, du machst einen Payment-Channel auf und dann schickst du dich an einen anderen Lightning-Knoten von dir was und dann machst du den Double Spendest du die Transaktion, mit der du den Payment-Channel eröffnet hast. Okay. Womit dann würde dein Partner, also quasi ich jetzt mit als böser Miner mit Tor einen Payment-Channel hätte und es dann Mario überweist, hätte Mario dann am Ende den Bitcoin von Tor. Und Tor würde mit leeren Händen dastehen. Und keiner wüsste, wer es war. So ganz, ganz grob gesagt, ist es auch alles nur noch Zukunftsmusik. Das, nur weil wir es gerade vom Thema Lightning und davon hatten. Okay. Lass uns mal zur nächsten Folie gehen. Bitcoin und Forks. Haben wir ja schon mal angesprochen. Christoph, erklär nochmal kurz, was ein Fork ist. Da gibt es ja das deutsche Wort Forke, aus dem... Gabel meinst du? Ja, richtig. Oder Mistgabel, ja. Oder Kohlegabel. Ja, also Kohlegabel und Mistgabel haben wir früher immer als Forke bezeichnet, ja. Ja, genau. Was ist eine Fork? Eine Fork ist eine... Ich glaube, das kommt eigentlich aus dem Open-Source-Bereich, dass... im Prinzip, wenn man auf GitHub und auf Open-Source-Seiten den Code kopiert und dann ändert, forkt man ihn, so heißt es. Man macht quasi eine Gabel der Geschichte von Open Source Code. Bei Bitcoin heißt es eine Fork, dass man ein Update macht, das die Konsensregel ändert. Das heißt, alle oder bestimmte Parteien des Bitcoin-Netzwerkes haben bei einer Fork müssen sie updaten, um weiterhin ihre Rolle im Bitcoin-Netzwerk zu spielen. Das heißt, deswegen sagt man auch nicht abwärtskompatibel. Es gibt die Soft-Fork, die einfache Fork, die betrifft nur Miner, also nur die Blockproduzenten. Das war sowas war Segwit und auch Taproot und das ist die Art, wie normal Bitcoin Core Forks macht. Die betrifft also nur die Produzenten der Blöcke und dann müssen die Miner eben alle updaten und die User bekommen es dann vorgesetzt und können nichts machen. Müssen die Fork nehmen. Und bei der Hard Fork müssen alle updaten. Das heißt, während man als normaler User von Bitcoin als Node-Betreiber bei Segwit es einfach ignorieren konnte und weitermachen konnte, muss man bei einer Hard Fork muss jeder updaten, um weiterhin Teil des Bitcoin-Netzwerkes zu sein. Der Ganze ist eine Analogie, die zum Teil auch so 1:1 übertragbar ist, ist die mit Gesetzen. Ihr kennt es ja wahrscheinlich mit dem, wie unser Gesetzgeber vorgeht. Alte Gesetze werden nicht aufgehoben, sondern sie werden ergänzt. Und wenn du, wenn wir eine gewisse Situation haben und ich füge ein Gesetz ein, an das sich alle halten müssen, dann sind die alten Gesetze immer noch in Kraft. Und so quasi, wenn wir jetzt alle in einem Zimmer sind und ich sage, keiner darf durch diese Türe gehen, sind alle in dem Zimmer immer noch gültig. Als neues Gesetz. Wenn wir dagegen eine Gesetzeslage hatten und wir lösen ein Gesetz, ist es eine generelle Änderung von allem so ein bisschen. Ja, das ist der Unterschied. Man kann das nicht mit den Gesetzen, also quasi eine Hardfork löst ein Gesetz und ab dem Moment sind diejenigen, die das Gesetz weiterhin vertreten, akzeptieren die Blöcke nicht. Also quasi, während wenn man ein neues Gesetz einfügt, gilt es nur für die Blockproduzenten und solange dann das Gesetz nicht übertreten wird, das wird es ja nicht durch die Blöcke, ist es für die User belanglos. Die wissen es nicht. Die User sehen einfach, die alle Blöcke, die ankommen, sind halt kleiner. Also man könnte zum Beispiel mit einer Softfork die Block-Size auf ein halbes Megabyte senken.
das würde, dadurch würden für die User, für die Nodes immer noch alle Gesetze eingehalten. Während man halt, wenn man dann die Block-Size erhöhen würde auf 1,3 Megabyte und die User wissen das nicht, würden sie denken, die Blöcke sind ungültig. So, das sind die Unterschiede zwischen Hard- und Soft-Fork. Ja, der Unterschied ist aber auch ein wesentlicher, dass man unter Umständen die, die den Fork nicht mitmachen, unter Umständen eine neue Zukunft, also die Blockchain gabelt sich, deswegen auch dieses Wort Gabelung. Ja. Also die, genau, die den mitmachen, gehen in den neuen Zweig und die auf dem alten Gesetzen bleiben, die schreiben die alte Blockchain weiter, mhm, und somit habe ich da eine Gabelung der Blockchain. Genau, aber auch, ja, genau, das ist immer, jede Fork ist auch die Chance dafür, dass eine neue Blockchain entsteht, wenn jemand die Fork nicht mitmacht. Na, sagen wir mal, das auf der einen Seite hat die Blockchain ein Ende, also einen Anfang, und auf der anderen Seite kann sie jetzt plötzlich zwei Ende haben. So ein bisschen, genau, ja. Ja, das ist wie, wenn wir dich jetzt irgendwie in einen Beamer reintun und da gibt es einen Fehler und dann gibt es noch einen zweiten Christoph irgendwie im Nachbarzimmer. Der hat die gleiche Vergangenheit wie du, gleiche Erinnerung, aber der ist eine eigenständige Person und kann eigenständig jetzt auch leben und agieren. Ja, genau. Genau. Das nennt man einen digitalen Twin. Oder du sitzt jetzt im Funkloch gerade, das hat man nicht gut gehört, Ralf. Ja, der Ralf meint digitalen Zwilling, nennt man das. Ja, so würde ich das auch bezeichnen. Ja, einen digitalen Zwilling, ja. Da ist zwar eine Bedeutung für was anderes, ich halte aber den Begriff für digitaler Zwilling für unglücklich gewählt, aber in dem Fall wäre es mal ein echter, digital entstandener Zwilling, hat der Ralf recht. Ja, ja, genau, so eine Kopie. Och, der Tor lobt mich heute, das sind wir gar nicht gewöhnt, Mario, ja? Das war auch ganz neu. Ja. Ja, keine Kritik. Ich tue nicht so, sonst tue ich euch immer offline loben und nicht im Podcast. Und jetzt heute tue ich es im Podcast und tue ich dann nachher offline tadeln. Oh, da bin ich dann ganz schnell weg. Mache ich mal mit der nächsten Frage weiter. Also, wir haben jetzt gerade über Fork gesprochen. Das war ja eigentlich so ein bisschen die Einleitung für die nächste Frage. Yeah. Bitcoin hat ja, wie wir sagen, geforkt, also sich gegabelt in Bitcoin und Bitcoin Cash. Und dann hat Bitcoin Cash sich auch wieder gegabelt in Bitcoin Cash und Bitcoin Sportverein, wie ich immer sage. So, kannst du da so kurz in drei Sätzen, wenn du willst, kannst auch 10 verwenden, die Unterschiede von allen dreien mal nennen, außer dass Bitcoin jetzt noch existiert und die anderen zwei eine Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also, okay. Aber nochmal kurz zusammenfassen, ein bisschen was hat es ja schon erzählt. Ja gut, okay. Was sind die Unterschiede? Abgesehen davon, dass eben Bitcoin 99,9% von allem hat und die anderen beiden sich die verbleibenden 0,1% teilen. Technische Unterschiede sind die, Bitcoin ist aber der Standard. Bitcoin hat eben dieses Block-Size-Limit von 1 Megabyte plus Segwit plus jetzt vielleicht noch irgendwie ein paar Brösel von Taproot. Paar Bytes. Und Bitcoin Cash hat ein Block-Size-Limit hat größere Blöcke potenziell, aber die werden nicht genutzt. Von 8 Megabyte oder auch 32, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und noch 32 noch hatten die schon erhöht, vor einigen Jahren. 32, ja. Und dann haben die noch ein oder zwei spezielle Skript-Varianten, dass man mit denen was machen kann, aber es wird auch nicht wirklich genutzt, deswegen. Bitcoin SV hat quasi Gigabyte große Blöcke. Ich glaube, die haben neulich einen Block von 3,8 Gigabyte gemacht. Hat auch die ganzen alten Opcodes von Satoshi reaktiviert. Da gibt es schon ein paar interessante Dinge, aber man muss auch wiederum auf der anderen Seite sagen, dass jetzt bei Bitcoin SV ist die Node-Software mehr oder weniger Closed Source. Also sie wird zumindest Closed Source entwickelt. Ich glaube, sie wird immer noch so pro forma online gestellt, wenn sie fertig entwickelt ist. Und die verträgt es auch nicht ganz. Irgendwie, also quasi, man könnte sagen, dass Bitcoin Cash so ein Mittelding ist. In der Bitcoin Cash Community glaubt man, dass die Block Size schon begrenzt sein sollte und nicht endlos groß sein, aber größer als bei Bitcoin. Und man glaubt bei Bitcoin Cash auch, dass man Bitcoin die Software weiterentwickeln muss, erweitern muss mit neuen Smart Contracts, neues erfinden muss. Und das Grundsystem ändern muss, um zu skalieren, während bei Bitcoin SV meine Meinung ist, dass Bitcoin so, wie er Satoshi damals hingebracht hat quasi perfekt war. Meine Freundin hat mal gesagt, Bitcoin SV ist so Bitcoin Retro ein bisschen. Ganz am Anfang. Ich denke, diese Fragen sind nicht so relevant.
die Unterschiede zwischen denen, weil einfach Bitcoin Cash und Bitcoin SV haben keine große Bedeutung mehr. Bitcoin Cash vielleicht noch ein bisschen. Wenn das schon die größten beiden sind und die schon kaum noch Bedeutung haben, wollen wir dann die nächste Frage ganz schnell abfrühstücken. Gibt es noch andere nennenswerte Bitcoin-Forks? Wir haben sie ja vorhin schon alle mögliche genannt, aber das sind ja alles nur noch esoterische Projekte, könnte man sie jetzt nennen. Also die, das hat man vorhin alles aufgezählt, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, ABC gab es noch. Ja, genau. Cash. Es gibt einige, also ich meine, wenn man sagen, man könnte vielleicht sagen, dass Litecoin und Dogecoin auch auf irgendeiner Bitcoin-Forks sind. Aber ja. Nicht Forks in dem Sinn, wie wir es vorher definiert haben. Also die sind ja neue. Ja, gut, der Code ist dupliziert worden und ein paar Werte sind geändert worden, ist richtig, ja. Genau, aber es ist nicht die gleiche Blockchain, es ist nicht dieses digitale Zwillingsprinzip. Ja. Richtig, das heißt, es ist eine eigene Blockchain mit einem eigenen Anfang, ja. Genau. Also wie muss man da zwischen Blockchain-Forks und Code-Forks unterscheiden? Aber so, ja, ich denke, es gab eine gewisse Zeit, in der Fork-Coins beliebt waren. Einfach, weil es jeder haben wollte und es für Börsen leicht war, sie auf den Markt zu kriegen. Und jeder hat sich gefreut, dass er neue Coins hat und so weiter. Und es war auch eine gute Idee, irgendwie so ein bisschen den Start von einer Kryptowährung zu beschleunigen, wenn man einfach die Wallets einfach übernehmen konnte und weil die User es schon hatte. Also eigentlich eine schlaue Idee, um die existierenden Netzwerkeffekte von Bitcoin zu nutzen, um was Neues zu machen und nicht wieder ganz von vorne anfangen zu müssen. Aber es war dann irgendwie wohl doch nichts, die Idee. So, also hat einfach nicht gezündet. Und andere Blockchain-Projekte sind da mittlerweile interessanter in Kryptowährungen. Ja, wenn die anderen beiden sich ausschweigen, dann stelle ich einfach weiter die Fragen. Wenn wir schon über die anderen Blockchain-Projekte sprechen, wir haben vorhin ja kurz mal auch Monero und Ethereum anklingen lassen. Was hältst du denn von den beiden Projekten? Ich finde sie interessant. Also ich habe es ja vorher schon gesagt. So, ich meine, Ethereum ist definitiv der große Innovationstreiber im ganzen Ökosystem. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, Ethereum knirscht schon und aus den allen möglichen Fugen. Deswegen auch die verdammt hohen Gebühren und so. Aber das, was Ethereum hervorgebracht hat, ist unglaublich, wenn man sich so groß denkt. Es gibt so viele, es gibt schon eine ganze Familie von Ethereum-Klonen, die auch wirklich benutzt werden, weil ein riesengroßen Bedarf nach Smart Contracts besteht. Und all diese neuen innovativen Dinge der letzten Jahre, so Token, ICOs, DeFi, DAOs, dezentrale autonome Organisationen und die NFTs, ging ja alles von Ethereum aus. Das heißt einfach, Ethereum hat ein paar Details anders gemacht als Bitcoin und damit einen unglaublichen Füllhorn von Informationen geschaffen, von Innovationen geschaffen. Ja, Ethereum ist fantastisch, hat seine eigenen Probleme, aber ist trotzdem eine fantastische Sache, ohne die wahrscheinlich mein Job eher ein bisschen langweiliger wäre. Ich finde, Monero ist interessant. Wie vorher habe ich ja gleich vorher schon erwähnt, es ist die Kryptowährung, die meiner Meinung nach Ideale wie Privatsphäre und auch Dezentralisierung stärker als jede andere vorantreibt und technisch sehr interessant mit, ich glaube, die haben auch Zero-Knowledge-Proofs mit diesen Bullet-Proofs, haben mehrere verschiedene Technologien und treiben die auch voran und auch der Hashing-Algorithmus, mit dem Monero die ASIC-Miner rausgeworfen hat, war relativ interessant. Was halt eben bei Monero wiederum nicht so interessant ist, ist, dass das Ökosystem kaum da ist oder stagniert. Wo sich hier wieder ein bisschen das Recht, dass Monero technisch relativ kompliziert ist und sie es nie so richtig geschafft haben, das in einfach benutzbare Software zu übersetzen. Also wenn ihr Ethereum habt, ist ja auch wahnsinnig kompliziert und schwer. Aber ihr habt dann MetaMask, die Wallet für den Browser und da klickt ihr es an und ihr könnt damit alles machen, mit ein paar Klicks. Und habt eine Übersicht. Das ist total, die Benutzung ist komplett einfach. Und halt mit Monero hat man das Ding versucht, mal damit was automatisiert zu empfangen. Das ist so ähnlich kompliziert wie mit Lightning. Und die Technologie bei Monero ist auch schwierig. Also so ist es. Wenn die Bequemlichkeit irgendwie mitentscheidend dafür ist, dass sich eine Technologie durchsetzt hat, ist Monero relativ chancenlos. Also quasi Monero muss man brauchen. Und deswegen
sind halt eben die einzigen Fälle, bei denen Monero wirklich verwendet wird. Das, wenn jemand wirklich anonym sein muss, was in vielen Fällen im Zusammenhang zur Geldwäsche steht, was für viele User natürlich abschreckend ist in dem Ausmaß und was auch die Folge hat, dass man sich beim Benutzen von Monero möglicherweise in der Gefahr wiederfindet, auf irgendwelchen Verdachtslisten zu landen. Und was auch das Problem verursacht, dass viele Börsen Monero vom Handel nehmen. Das kam jetzt ja auch in den letzten Jahren immer wieder vor und viele fangen erst gar nicht an, sich auf Monero einzulassen, eben wegen diesem anonymen Kontext. Ist vielleicht ein bisschen schade, dass die Anonymität in diese Richtung abrutscht, aber auch hier ist es eben so. Ja, ich denke, Angebot und Nachfrage, ne, Akzeptanz der Blockchain oder der Kryptowerte, das sind immer entscheidend. Danke ja. für deine Einschätzung. Ja. Interessant ist vielleicht noch, wie kam es denn überhaupt zu der Idee, dass du dieses erste Buch von der unendlichen Geschichte des Geldes geschrieben hast und jetzt das zweite? Ja, beim ersten Buch, wie es dazu kam, ich meine, ich bin Autor und alle Autoren wollen ein Buch schreiben, glaube ich. Ich habe lange überlegt und so und irgendwie lag das ja auf der Hand, dass ich, da ich mich ja schon relativ früh mit Bitcoin beschäftigt habe, aber ich habe es lange vermasselt darüber, das Buch zu schreiben, auf das alle gewartet haben. Irgendwie so ein einfaches Einstiegbuch und haben andere ein Einstiegsbuch geschrieben. Und es hat mich auch nicht so gereizt. Und mit der Geschichte hatte ich dann irgendwann so eine Idee vor Augen, wie ich es schreiben könnte. Mit diesen, das ist quasi mehrere Kapitel und diese Geschichte von Bitcoin in Scheiben zerschneidet. So ein bisschen die Vorgeschichte und die Technologie und die wirtschaftliche Entwicklung und dann diese Sache zwischen Kriminalität und Gesetz und so weiter. Und dann eben auch diese Block-Size-Kriege. Ich hatte ab einem gewissen Moment hatte ich eine Idee vor Augen, wie das Buch aussehen konnte und dann ging es da auch relativ gut vorwärts. Das zweite Buch, das, der ist es nochmal, das Bitcoin Compendium. Es war einfach irgendwie so die Idee, dass ich diese Texte schon hatte und ich dachte, ich habe einfach in den letzten 6, 7, 8 Jahren oft immer wieder gute Texte geschrieben, die auch geglückt sind, aber die lange in der Versenkung verschollen sind. Wenn mich jemand irgendwas fragt, habe ich quasi zu allem, so ziemlich jedem Technischen schon mal irgendwann was drüber geschrieben. Irgendeinen Erklärtext und so weiter. Und ich weiß, wie ich meine Texte finde. Ich gebe dann bei Google ein, site://bitcoinblock.de und meine Stichworte, weil ich die Überschriften noch im Kopf habe. Aber natürlich findet jemand anderes das so nicht. Es war eben meine Idee, dass ich mit den Texten noch mehr machen kann, weil ich dachte, die haben es vielleicht verdient, mehr erhalten zu bleiben, als einfach nur, als irgendwo in so einer quasi einer riesigen Ladung von Tausenden von Artikeln im Bitcoin-Blog zu versinken. Und das deutschsprachige Bitcoin-Internet ist ja auch relativ groß und da gibt es ja auch schon zu allem irgendeinen Text. Deswegen dachte ich, findet sie's niemand und dafür habe ich irgendwie zu viel Liebe reingesteckt. Und also habe ich angefangen, in meinem Gedächtnis zu kramen, was so die lesenswertesten Artikel von mir sind, die Bitcoin am besten erklären. Habe sie dann durchsucht, hatte 50 oder 80 Stück und habe darauf dann 25 bis 30 rausgesucht, von denen ich dachte, die passen in ein Buch und passen zusammen und habe sie dann nochmal kräftig überarbeitet. So ein bisschen, das war die Idee, manchmal liegt einfach das, was einem, manchmal liegt es vielleicht schon nahe, dass man nicht immer was Neues schaffen muss. Versteht ihr? Ja. Ich glaube, das nennt man Synergie, wenn man Sachen zusammentut, ne? Mehr als die Summe der Einzelnen. Jetzt hast du was Komplettes und du hast deine Texte gespeichert für die Ewigkeit. 2 Exemplare in der Nationalbibliothek in Frankfurt. Und bist du in Bayern oder in Baden-Württemberg noch? Ich bin in Bayern, ja, genau. In München, die Stabi in München. Noch eins in die Bibliothek nach München schicken, ja. Genau, ja, stimmt, da werden sie für die Ewigkeit gespeichert. Ja, ich meine, man kommt sich ein bisschen komisch, weil man einfach... Ich habe immer gedacht, man müsste unbedingt, um ein Buch zu schreiben, was komplett Neues machen. Aber im Endeffekt, so viel wie ich jetzt schon geschrieben habe, lag es eigentlich nahe, das so zu machen. Ich habe ein Weilchen gebraucht, bis ich darauf kam. Aber so wie ich setze, die Leser reagieren bisher darauf echt gut. Und habe noch nie sowas gehört, Fauler Bergmann und so weiter, schreibt auch ein richtiges Buch und ich
und mache keine Wiederverwertung deiner Texte. So bisher kommt es gut an. Ja, ich meine, es hat ja auch Mehrwert, wenn du bestimmte Sachen, die gut sind, zusammentust. Also wenn du jetzt viele Perlen hast, tut man die ja auch zusammen zu einer Kette. Und nicht ja, genau. Irgendwie einzeln irgendwo herumtragen. Ja, genau. Das sagt man ja auch nicht. Ich muss jetzt einen neuen Diamant finden für diese Kette. Ja gut, dann ist keine Perlenkette. Ja. Kommen wir mal zur nächsten Folie. Das ist die letzte. Ausblick. Ich glaube, der Ralf kann mit seiner Frage anfangen, oder? Ja, kann ich machen. Was denkst du, wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Wenn ja, welche Aufgaben haben sie? Boah, das ist interessant. Welche Aufgaben? Schön, dass du das fragst. Also ich denke, es wird Banken geben. Ja, die Welt bewegt sich nicht so schnell, wie man es manchmal meint. Viele Banken werden bestimmt sterben. Viele Banken werden sich verändern. Viele Banken werden von Kryptounternehmen gekauft werden. Da bin ich ziemlich sicher, dass es da jetzt in den nächsten 10 Jahren einen ganz, ganz, ganz großen Raubzug geben wird, dass einfach viele Bitcoin, auch wahrscheinlich Bitcoin-Holder und Bitcoin-Börsen und Altcoin-Börsen und so, werden Banken kaufen. Viele Funktionen von Banken werden auch mit DeFi verschmelzen. Vielleicht werden manche Banken einfach so als Teil von einer DAO agieren. Das könnte ich mir vorstellen, dass sich Banken auch vielleicht so zusammenschließen. Ich denke mal, so Dinge wie eine Kreditvergabe ohne ausreichende Sicherheit wird man ohne Banken nicht machen können oder bankähnliche Parteien. Solche Aufgaben werden sie weiterhin ausführen. Aber ich hoffe, dass es in 10 Jahren soweit sein wird, dass man, um Geld zu speichern und Geld zu versenden, keine Bank mehr brauchen wird. Wenn man es in 10 Jahren noch immer noch der Standard sein wird, eine Bank zu verwenden, haben Kryptowährungen irgendwas falsch gemacht, würde ich sagen. Das wäre enttäuschend. Geht ja jetzt schon gemütlicher, zum Beispiel dem Tor in seiner Enklave da in Mittelamerika Geld zu senden über Krypto, als wenn ich jetzt über mehrere Bankensysteme gehe, weiß gar nicht, Western Union oder müsste man das Hawala-System benutzen oder mache ich dir eine SEPA-Überweisung? Auf jeden Fall ist alles wahrscheinlich umständlicher, als wenn ich dir einfach einen Bitcoin rüberschiebe. Ne? Benutzt ihr dann Bitcoin oder benutzt ihr Dollar-Token? Oder? Also bisher sind wir noch nicht in das würde man dann miteinander ausmachen. Also ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Ich schulde dem Tor kein Geld. Aber wenn man es so einfach mal so überlegt, der Tor selber sagt ja immer, Geld, was nicht gut ist, ist das, was man ausgibt. Und ich würde selber, glaube ich, meine Schulden lieber nicht in Bitcoin, sondern wenn dann in Dollar-Token begleichen. Ja. Wenn du Dollar-Token hast, ja. Genau. Ja, ich sage immer, gutes Geld behält man, schlechtes Geld gibt man aus. Und so war's, ja. Und der Mario hat das auch verinnerlicht, also wird er knausrig sein, mir irgendwelche Bitcoin zu schicken und wird mir lieber versuchen, irgendwelche Euros anzudrehen. Kriegst von mir Doge. Das war's. Die brauche ich schon gleich gar nicht. Naja, genau. Was kommt denn deiner Meinung nach dem DeFi und NFT-Hype, den wir jetzt immer mal wieder in Wellen erleben? Puh, gute Frage, wenn ich das wüsste. Also ich meine, die meisten Hypes lagen ja irgendwie offen rum, aber keiner hat sie erahnt. So. Ja. Also dieses, ich glaube, so Uniswap war als und die DAI-Dollar waren ja die ersten DeFis, die waren ja schon Jahre da, bevor der DeFi-Hype losging. Und ich glaube auch NFTs kamen schon 1-2 Jahre mit Ansage, ohne dass jemand geahnt hat. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass die Dinge, die als nächstes kommen, jetzt schon irgendwo da sind, aber wir sie nicht erkennen. Also worüber gerade ja viele reden, sind diese Metaverse-Sachen und Spiele und so weiter. Ich habe Zweifel, dass Metaverse wirklich das wird und die Spiele, aber kann mich da auch gut täuschen. Ich denke, es kommt wahrscheinlich zu irgendwie so ein bisschen zu diesen Synergien, weil DeFi hat ja mehr oder weniger verschiedene Token und DAOs verbunden. Das war ja das Rezept. Und NFTs wurden ja vor allem auch deswegen groß, weil sie so Smart Contracts verbunden haben. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt, weil es jetzt weitere Synergien gibt zwischen den Dingen, die schon da sind. Und ich glaube, ein großer Teil wird das Blockchain-Übergreifende sein. Dass man irgendwie versucht, die Anwendungen, die man jetzt schon hat, noch größer, noch besser, noch komplizierter zu machen und
sie dann Blockchain-übergreifend benutzt. Also quasi, es läuft, beginnt ja gerade schon, dass es kommt, aber ist alles noch ein bisschen holprig und irgendwann könnte ich mir vorstellen, dass es sowas gibt, dass man gar nicht mehr merkt, auf welcher Blockchain man gerade agiert. Sondern es einfach automatisch geht, weil es irgendwelche DAOs gibt, die auf verschiedenen Blockchains gleichzeitig wohnen und überall Liquidität haben und die am besten noch ihre eigene Brücke haben. Genau, genau, Brücken und so weiter, das ist alles in Wallets ist. Ich denke, das könnte so ein Trend sein. Ein anderer ist das, dass man die Token, die es gibt, mit wirklicher Utility anfüllt. Also bisher hat man ja diese Utility-Token, die aber in den allermeisten Fällen einfach nur das Utility dem Namen nachtragen, weil Utility-Token in der Regel nicht reguliert sind. Im Gegensatz zu Security-Token und oft ist das ja was, wo man es einfach versteckt. Es fängt jetzt zum Beispiel mit diesen NFTs an, dass man versucht, sie mit irgendwelchen Rechten zu verbinden. Ich glaube, da gibt es so Dinge wie diese ENS-Domains oder andere Dinge, aber auch so. Das ist was erst am Anfang ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass einer der Trend wird, dass man entweder NFTs oder auch normale Token auf eine vielfältige Weise benutzt und die dann quasi, man kann dann mit einem Token Türen aufmachen oder wenn man dann noch einen Token hat, kann sich mit einem Token bei einer Zeitung einloggen, um durch die Paywall zu gehen. Und vielleicht kann man dann als Bonus mit diesem Token sich noch woanders einloggen. Und wenn man von 2 Zeitungen ein Abo hat, ein Token, kann man vielleicht auch sich bei einer dritten einloggen und so weiter, solche Dinge. Also quasi, dass wir viele Dinge so wie Rechte und digitale Identitäten durch Token regeln. Also gerade diese Sache mit der Identität ist was ja auf eine gewisse Weise auch schon da ist, auf einer unstrukturierten Weise, dass in diesem ganzen Dapp- und DeFi-Universum ist ja deine Ethereum-Adresse, deine Identität, mit der du dich einloggst. Und das Ganze könnte ich mir vorstellen, dass es noch sehr viel vielfältiger und feiner wird. Dass man quasi in seiner Wallet hat man eine Vielfalt von Token und die Token, das eine Token ist ein Zugang zu quasi sowas wie Facebook oder so oder Instagram und das andere Token ist ein Login für Zoom und so weiter und so fort. Und das nächste ist ein Gutschein, um wo einkaufen zu gehen. Und mit dem nächsten ist vielleicht auch dein Impfpass drin oder dein Flugticket oder dein Ausweis und so weiter. Und vermutlich wird sowas dann vielleicht auch mit vielen Off-Chain-Anwendungen verbunden, dass man auch die Daten und die ganzen Anwendungen und so weiter nicht alle in einem Smart Contract hat, sondern auf eine Weise Off-Chain, dass es mit dem Smart Contract interagieren kann und durch den gedeckt wird. Solche Dinge könnte ich mir vorstellen, aber meistens ist die Welt, gerade bei Bitcoin und Krypto, interessanter als das, was ich mir vorstellen kann. Das ist meine Erfahrung. Ja, das stimmt. Wir dürfen gespannt bleiben, was sich die Community und der Zufall noch so ausdenken wird. Ja. Dann kommen wir mal zur Abschlussfrage, wo du im Vorgespräch jetzt auch nicht so viel wusstest. Ich glaube, jetzt zwischendurch bist du jetzt noch nicht schlauer geworden. Wer ist Nicolas van Saberhagen und wo wohnt er? In Belgien. Ah. Okay, in welchem Teil? Im Flämischen oder im Letzeburgischen oder im Deutschsprachigen? Naja, wahrscheinlich im Deutschsprachigen, oder? Oder im Flämischen? Nö, ich hab keine Ahnung, also ich könnte mir etwas überlegen, aber. Na, ich schicke dann immer ein Mario vor zur Auflösung. Und der Mario fängt dann an zu erklären, der Tor glaubt. Ja, naja, der Tor und sein Nicolas, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der Vater des Monero White Papers, beziehungsweise von Monero. Und der Tor, der hat die Vermutung, dass das der gleiche Pseudonymverwender ist wie Satoshi Nakamoto und also der Nick Szabo, wegen Nick Sa, also Nicolas von Saberhagen, NS und dann haben wir noch den SN für Satoshi Nakamoto. Wir hatten sonst immer gefragt, wer der Satoshi Nakamoto ist und wo er wohnt. Der Ralf hat das natürlich für uns schon aufgelöst. Der Satoshi wohnt in Mittweida am Markt.
Und ist ja jetzt auch die Statue veröffentlicht worden von ihm in Budapest. Deswegen mussten wir uns zur 25. Folge was Neues einfallen lassen. Und ich bin ganz gespannt, nach wem wir dann ab der 50. Folge dann fragen. Ist ja interessant. Genau. Also meint ihr, dass Nick Szabo Satoshi ist und Nick Szabo Monero? Der Tor meint das, ja. Okay. Ich weiß nicht, was glaubst du, Mario? Ich habe es schon wieder vergessen. Wie hieß der Herr, der an ALS verstorben war? Nicht Stephen Hawkins, sondern das war der Erfinder des was war das jetzt? Verschlüsselung. Genau, der auch gleich um die Ecke von dem Herrn gewohnt hat, der Satoshi Nakamoto heißt, dieser japanische Mann, dieser Ältere, den die amerikanische Presse da so gejagt hat, sozusagen, und behauptet hat, er sei Satoshi Nakamoto. Wenn man Satoshi Nakamoto bei Google googelt, Bildersuche, da sieht man so einen älteren Herrn, der so heißt, und der wohnt da um die Ecke. Jetzt muss ich nochmal... Die erste Bitcoin-Transaktion. Hal Finney heißt er. Hal Finney, genau. Hal Finney, genau. Das war der erste, sozusagen, sein erster Tweet mit war ja, also beziehungsweise sein berühmtester Tweet auf Twitter war Running Bitcoin. Der war, glaube ich, einer der ersten, der eine Node mit betrieben hat. Und ich gehe davon, könnte mir vorstellen, dass er auf jeden Fall was damit zu tun hatte. Ne? Naja, gut, aber damit haben wir doch jetzt erstmal, denke ich, alles erschlagen, was wir so, worüber wir reden konnten. Was wir gefunden haben. Genau, ja. Genau. Danke für deine Erklärung auf jeden Fall und vor allem, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Ja, danke für die Einladung. Ja, hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber. Ja, genau. Ja, und ansonsten, Thor, hast du noch eine Abschlussbemerkung für unsere Zuhörer? Nee, also danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Christoph, dass du Zeit gefunden hast. Nach anderthalb Jahren haben wir uns jetzt mal endlich wieder länger unterhalten können. Früher habe ich dich ja noch als Bitcoin-Sportverein-Fan wahrgenommen. Das hast du ja heute richtig gestellt, dass du dich da eines anderen besonnen hast. Ob es jetzt besser ist, werden wir sehen. Ja. Wir würden uns sicherlich auch freuen, wenn wir dich mal auch wieder irgendwie bei einem Monatsrückblick begrüßen können, weil wir monatlich auch immer Podcasts machen und da werden wir dich irgendwie in ein paar Monaten sicherlich mal wieder einladen. Und wenn du irgendwas hast, kannst du gerne auf uns zukommen und dann können wir auch noch über ein paar andere Themen reden. Okay, ja gerne. Und an die Zuhörer, abonniert unseren Kanal, kommt in Telegram rein und stellt uns ein paar Fragen. Und kauft Christophs Buch natürlich. Jawohl, wir verlinken das in den Shownotes, also in diesem Text, der da immer in der Nähe von dem Video irgendwie auffindbar ist. Da stehen auch die Links drin, wo ihr das Buch beim Christoph bekommt. Das Beste ist natürlich immer, das beim Autor zu kaufen und nicht irgendwo bei Mittelsmännern. Genau, cut the middleman, wie auch bei Krypto. Ja. Ne? So machen wir das. Genau. Also dann, Christoph, bis bald und auf Wiederhören an alle. Vielen Dank, hat Spaß gemacht mit euch.